Okay, cool. Aufzeichnen läuft da oben perfekt, wunderbar. Dann wird es auch bei Apex ist es einfach so, dass du dann, solange du eben in dieser Stage bist, wo du dich fanden lassen möchtest, also in der Challenge, musst du halt diese monatliche Gebühr bezahlen. Ja? Wenn du aber funded bist, hast du die eben nicht mehr. Du musst dann quasi nochmal eine Gebühr bezahlen für den TradeRate-Account, für die Aktivierung und quasi für dieses, für diesen Data-Feed, aber das ist auch nur eine einmalige Gebühr dann. Okay, ich will jetzt einfach nicht alles blockieren. Ich glaube, da kam noch mehr im Chat, sonst würde ich mich mal erstmal wieder stumm. Alles gut, du. Ich habe mir jetzt sehr oft Zeit genommen. Also, meine Freundin weiß Bescheid. Wenn das hier bis 23 Uhr, ich will wirklich, dass hier jeder herausgeht und dass es keine Fragen mehr gibt. Okay, Also gerne. Hau alles raus. ja, hab ich die eigentliche Frage zu Apex wieder verworfen. Ach so, ja, denn ich habe gehört, dass Apex immer wieder ihre Verlustgrenze sozusagen nullt. Was bedeutet, nicht so wie bei FTMO, wo du ein 100K-Konto hast und dann hast du dir schon 15K drauf ertradet, dann Ja. darfst du deinen maximalen Drawdown am Tag von 5.000 haben und beziehungsweise von 5% oder ja, 5% glaube ich Tagesdrawdown. Und Ja. nächsten Tag theoretisch darfst du ja wieder, also 4,5 darfst du an einem Tag, der nächsten, der 4,5K darfst du verlieren, dann musst du theoretisch aufhören. Nächsten Tag 4,5K verlieren, aufhören. Übernächsten Tag auch 4,5K, weil du dir aber 15.000 ertradet hast, ist dein Drawdown immer noch unterhalb der 100K-Grenze. Ist das richtig? Genau, also bei FTMOs hast du meinst jetzt quasi gerade den Trading Drawdown. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass du dann in dem Fall einfach eine Balance hast. Und es ist angenommen, so du machst 3000 Euro pro, sag mal, du hast einen 100K-Account und du darfst nur 5K verlieren. Wenn du dann aber 11K machst, dann darfst du in dem Fall aber dann nur 4K verlieren, weil das quasi on top drauf gerechnet wird. Ah, Ja, okay. das hast du einmal. Das geht aber auch bei offenen Positionen so. Das heißt, ich hatte, das ist bei FTMO aber auch so, ich hatte mal eine Position über Nacht laufen lassen, die war in der Nacht knappe 5000 Euro im Profit. Und dann ist die aber am nächsten Tag, dann war da quasi 23 Euro Rollover, nennt man das. Und dann gab es aber dann am nächsten Tag ein Pullback, sodass ich mit der Position dann bei, ich glaube, ein bisschen im Minus war. Effektiv wurden diese 5000 Euro, das waren 5%, dann aber als 5% Verlust angesehen. Ja, so kann man sich das mit dem Trailing Dollar noch vorstellen. Das heißt, der unrealisierte Gewinn ist aber dann trotzdem schon in dem Fall auch. Ja, Apex sowieso nicht über Nacht halten. Das war zwar nur das FTMO-Beispiel mit dem Trading Drawdown, aber so funktioniert das da eben auch, dass du da eben gucken musst, dass du halt nicht diese riesen Pullbacks mitnimmst, weil die dich quasi dann auch sozusagen in diesen Trading Drawdown reinreiten. Genau. Also, das habe ich auch schon aus allen Communities rausgehört und mitbekommen. Sie empfehlen alle hauptsächlich FTMO. Ist zwar ein bisschen teurer, ist aber im Prinzip der Lamborghini unter dem Tropfen. Siehst du das auch so? 100%. Also wie gesagt, bestes Beispiel ist da aktuell die Sache mit dem mit diesen Regulierungen bezüglich der privaten juristischen und natürlichen Personen. Es gab da kurzzeitig so viel Hate seitens der Community bezüglich, also gegenüber FTMO, obwohl die ja an sich gar nicht so viel dafür konnten, weil es eben die Gesetzgebung in Deutschland ist, die aber dann trotzdem für ihre Community noch irgendwie so einen, naja, ich sag mal, Weg gefunden haben mit dieser einmal, mit diesem einmal umwechseln. Und allein das für mich, wie gesagt, FTMO besteht, glaube ich, seit 2014 oder 2016. Ich bin selber funded bei denen seit 2022. Nie Probleme gehabt. Also im Gegenteil, sie sind besser geworden. 2022, da habe ich so meine Account-Daten immer so 3 Tage gewartet. Da konnte ich seit 2 Tagen nicht traden. Payout kam nach 3, 4 Tagen an. Jetzt ist es so, ich beantrage es, was ich, 9 Uhr ist es 14 Uhr auf dem Konto. Das ist halt wirklich richtig heftig. Also die haben sich super entwickelt. Kann ich nur empfehlen, FTMO. Freut mich. Okay, dann Also waren das erstmal meine groben Fragen. Ich würde mich sonst erstmal wieder rausnehmen, wenn erstmal jemand anders starten möchte. Danke schon mal. kein Problem. Sonst, wenn wir zu Apex noch ein paar mehr Fragen sind, wie gesagt, ich bin mit mehreren Accounts da funded, kann da sicher auch das ein oder andere zu sagen, würde für den Großteil hier vielleicht ein bisschen too much sein. Aber ansonsten gerne per DM oder sonst dergleichen, weil der Apex ist nochmal ein bisschen, naja, anspruchsvoller und nervig komplizierter. Also das kurz ist David, das ist mein Kumpane, mit dem ich gerade oder mit dem wir akribisch an Bord sitzen. Dementsprechend mit David auch die eine oder andere Frage bordspezifisch beantworten, weil ich da einfach eben, ich bin quasi der technische Teil aus der Trading-Perspektive und er macht eben das ganze Programmierungsmäßige, wo ich eben keine Ahnung von habe. Und dementsprechend wird er die eine oder andere technische Sache da auch übernehmen. Genau, aber zum Thema Apex auch gerne hier, wenn ihr Fragen habt. Wir sind jetzt einmal hier.
Dann können wir das gerne auch hier so bei Easy einfach beantworten. Dementsprechend auch da. Ja, Ja, also auf falls. den Bot freue ich mich natürlich auch oder viele andere auch. Frage ist natürlich am Schluss, was das kosten soll, aber theoretisch, wenn es den Rahmen nicht total explodieren lässt, würde ich mich auch freuen, wenn ich als einer mit der ersten bin, der das auch tatsächlich mittestet, auch wenn es dann im Prinzip die Beta-Phase ist, sozusagen mit Echtgeld, wäre ich zum Beispiel mit dabei. Ja, wir haben noch gar keine konkreten Vorstellungen, also hundertprozentigen Vorstellungen, was die Kosten angeht. Was klar ist, das kann Money Glitch sein. Da muss man natürlich genau überlegen, inwieweit man da nach vorne geht. Aber du sagst gerade, du hast, naja, du bist noch nicht ganz sicher, ob du das kaufen würdest. Was wäre denn ein Preis? Haut das mal in den Chat. Was wäre denn so ein Preis für einen Challenge-Bot, der für euch die Challenge passt? Dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wo der Marktpreis aktuell so liegt. Was Also wärt ihr bereit dafür zahlen? eben auch wirklich bei Prop-Firms wie FTMO. Ja, also wirklich Prop-Firms, die seriös sind und eben nicht wie Quantic. Ich bei euch gucke mal kurz einen HTF-Bot oder HFT-Bot, der mal ganz kurz irgendwie so ein bisschen was passt und dann bekomme ich mein Payout eh nicht, weil die Firma unseriös ist. Also wirklich bei einer seriösen Firma, dass wir einmal so ein bisschen Feedback haben von euch, das ist einmalig dann Pain. Also natürlich, wenn du sagst, pass auf, Und ich würde. Geld-Zurück-Garantie. Genau, das ist Geld-Zurück-Garantie, das auf jeden Fall, das haben wir schon gesagt. Und es wird auch einmal so laufen, dass ihr dann natürlich die Challenge einmal dann gepasst bekommt vom Bot, die uns die Account-Daten schickt, weil das muss über einen externen Server laufen. Das, ja, ist ein bisschen aufwendig. Vielleicht ganz kurz relativieren. Ich habe aktuell, das weiß Dominik noch gar nicht, eine Möglichkeit gefunden, wie wir das auch so machen, dass ihr den Bot quasi bekommt, der passt eure Challenge Phase 1 und 2. Und dann wäre der quasi durch und deaktiviert, sodass das nicht so groß aufwendig ist. Ihr müsst eure Account-Daten nicht abgeben oder sonst dergleichen. Habt alles immer unter Kontrolle. Könnt den Bot selber aktivieren oder deaktivieren, dass ihr da wirklich die hundertprozentige Kontrolle darüber habt und da keine Account-Daten abgeben müsst oder sonst dergleichen. Von daher, ja. Wird der nur für MetaTrader 4 und 5 geschaltet? Fünf. Nur für 5. Genau. Das ist der Stand heute. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das noch modifiziere, den gegebenenfalls auch für den Vierer umprogrammiere. Das ist ein bisschen aufwendiger, weil es völlig neue Bibliotheken von MT4 zu MT5 sind. Und die Sprache MQL5 hat sich da ein bisschen weiterentwickelt, was das angeht, ein bisschen verfeinert. Viele Funktionen, die da ein bisschen einfacher sind als bei MQL4. Macht also durchaus Sinn, bei MT5 zu bleiben. Was ich mir aber auch vorstellen kann, dass wir auf anderen Plattformen unterwegs sind, was den Bot angeht, müssen wir mal gucken. Ja, aber Das Stand heute 5. genau. Ganz kurz mal zu der Frage, ist es Lonski oder Jonski? Ich weiß es gar nicht. Die Frage, die da kam bezüglich Live-Trading um 19 Uhr. Aktuell ist es so, ich trade nur von 15:30 bis 17 Uhr live. Es gibt gerade auch einen Trader, den ich gerade so ein bisschen am Beobachten bin. Da möchte ich mir aber die Performance von ihm auch mindestens 3 Monate lang anschauen, der auch theoretisch, also erstmal zur London-Session traden wollen würde mit euch. Aber da muss einfach meinerseits großes Vertrauen einfach herrschen, dass ich dann sage, pass auf, ich gebe das eben einfach ab hier, weil ich möchte hier nicht einfach irgendeinen Typen oder irgendwie jemanden quasi beauftragen, hier für euch zu traden oder mit euch zu traden, der es gar nicht kann. Ja, aber das ist dann im Endeffekt auch wieder mein Name, meine Reputation und die ist mir einfach heilig. Und dementsprechend, ja, bezüglich dann der 19-Uhr-Sache, da geht das Gleiche. Es gibt auch eine Dame, die ist sogar auch hier, die aktuell auch schon seit, ja, noch 3 Jahren tradet im Oktober. Und die wahrscheinlich den Nasdaq von 18 bis 20 oder 19 bis 21 traden wollen würde. Auch ich, muss ich ehrlich sagen, bin nicht davon oder daran abgeneigt, wenn ich dann bestenfalls nächstes Jahr in Zypern bin. Das ist so die Idee ab Januar, auch 18 bis 20 den Nasdaq zu traden. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt auch ordentlich gebacktestet und gerade 18 bis 20 Uhr gibt es im Nasdaq richtig schöne Schwingungen, die man dann wirklich sehr, sehr gut mitnehmen kann. Ja, dementsprechend, also stand jetzt, wie gesagt, erstmal nur 15:30 bis 17 Uhr. Aber die anderen beiden Sachen, ich sag, bin immer so jemand, was lange währt, wird gut. Das soll gut werden und ich will da jemanden haben, der kompetent ist. Dementsprechend, diesbezüglich soll es ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, so ab Januar ist noch einiges möglich hier, was auch Thema Abendstrading anbelangt oder auch früher morgen. Weil, wie gesagt, warum sollten wir uns da Geld entgehen lassen, wenn der Nasdaq richtig, richtig gut läuft? Gerade auch am Donnerstag und Freitag gab es unglaublich viele Positionen, die man hätte nehmen können. Wenn ich mich jetzt gerade nicht im Tag verirrt habe, aber ich glaube eigentlich schon. Genau. Darf ich eine Sache noch einwerfen im Persönlichen?
Ich habe dir erzählt, dass ich Schichtarbeiter bin im Vierschichtsystem. Das heißt, 2 Tage Frühschicht, 2 Tage Spätschicht, 3 Tage Nachtschicht, dann 2 Tage frei, dann 2 Tage früh, 3 Tage spät, 2 Tage Nacht. Also es wechselt bei mir immer in so einem 2 bis 3 Tagesrhythmus und wiederholt sich nach allen 4 Wochen. Jetzt habe ich überhaupt in ganzen Social Media und im ganzen Internet nie jemanden gefunden, der mir, sag ich mal, so ein bisschen auch von der Community her ein bisschen entgegenkommen kann für genau solche Leute. Wir haben ja nicht wenig Schichtarbeiter in Deutschland. Also, dass man preislich zum Beispiel gesagt hätte, klar, ich bin jetzt Mitglied bei dir, aber ich kann nicht zum Beispiel immer an deinen Live-Sessions dran teilnehmen, weil das zeitlich bei mir nicht passt. Und dementsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel eine andere Kaufoption gehabt hätte, wie zum Beispiel für 99 € irgendwie 23 oder wie freitags tradest du ja nicht, sagen wir mal 20 Passes oder sowas für den Montag, dass ich denn jedes Mal, auch wenn ich 2 Tage verpasse, ich verpasse ja im Monat rein rechnerisch schon mal 8 Tage, die ich nicht mit dir traden kann und ich zahle den vollen Preis wie alle anderen. Ja, das ist halt für Schichtarbeiter manchmal ein bisschen blöd. Und selbst die anderen 8 Tage, die es treffen würde, muss ich halt meinen Schlaf unterbrechen, um mit dir traden zu können. Das heißt, theoretisch fehlt mir eigentlich sogar die Hälfte der Zeit. Wenn man es real sieht, verpasse ich trotzdem nicht. Ich verpasse nur 8 Tage. Aber da habe ich noch nie jemanden gefunden, der da irgendwie ein faires Angebot auch für Leute gemacht hat, die wirklich Vollschicht arbeiten müssen oder können. Wir haben eine wirklich große Schichtindustrie in Deutschland, auch in der Autoindustrie und. Und diese Leute sind diesbezüglich einfach ein bisschen, das ist nur so eine persönliche Sache. Ich wollte es nur mal ein bisschen, vielleicht führt das zu einer Anregung, vielleicht aber auch nicht. Aber ich wollte es mal mit reinschmeißen. Ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ist interessant. Ich denke, das lässt sich halt logistisch ziemlich schwer umsetzen, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ja, ich bin jemand, ich probiere auch immer für alles Lösungen zu finden, und dementsprechend war jetzt die Ambition von David und mir, einfach diesen Bot zu schaffen. Weil stell dir mal einfach mal vor, du hast jetzt den Challenge-Bot, den Challenge-Pass-Bot. Der passt dir 400k von FTMO. Die 400k nimmst du, tradest deine 2, 3 Mal pro Monat, machst da, ich sag mal, idealerweise, es reichen 2%. Ja, machst da 4.000 Euro, 2.000 gehen in deine Tasche, gut, Profit split Steuern und so weiter, und den Rest zahlst du einfach regelmäßig in dein Eigenkapital-Trading rein, was dann auch der Bot verwaltet. Und dann kannst du nach 3, 4, 5 Monaten, bloß quasi die Denkweise von uns, klar, ich kann jetzt eben sagen, auch nach einer Woche, das wird nicht passieren, weil auch der Bot muss gut laufen langfristig, kannst du dann so hoffentlich einfach alles bei dir minimieren, dass du eben sagen kannst, ich pass auf, ich gehe jetzt eben, ich weiß nicht, das geht Teilzeit als Beispiel. Ja. Das ist eben da quasi einfach der Ansatz, dass ich da eben nicht sage, pass auf, du bezahlst als Beispiel jetzt nur die Hälfte und gehst aber trotzdem mehr arbeiten, sondern ich probiere dir da einfach langfristig eine Möglichkeit zu geben, dass du eben gar nicht mehr arbeiten musst und das eben alles vollautomatisiert. Ist natürlich ein Wunschdenken irgendwo, aber ich arbeite daran oder wir arbeiten daran, und ich denke auch, dass David da auch sicherlich extrem davon überzeugt ist, dass das nicht mehr lange dauert. Ja. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Wäre ein Hammer, wäre echt gut. Ich glaube mal, wenn ich das so mit anderen vergleiche, die dann auch so ein bisschen an Bots gearbeitet habe, die ich im Laufe der Zeit ein bisschen kennengelernt habe, beim Challenge Passing ist es dann wahrscheinlich eine feste Gebühr und bei diesen Prop-Geschichten wird es dann wahrscheinlich eine prozentuale Abgabe geben. Wahrscheinlich, ne? Wie, Challenge ist ja Prop Trading. Also bei uns ist es so, es wird eine Einmalzahlung wahrscheinlich geben bei dem Prop Trading, und der Bot, der Eigenkapital läuft, ja, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber es sollte jetzt eigentlich keine, also den Gewinn sollst du schon haben auf jeden Fall, den hast du erwirtschaftet. Genau, ich habe schon gesehen, David hat sich gerade entstummt. Ja, Was machen? also du merkst, dass wir noch gar nicht groß darüber gesprochen haben, wo ziehen wir da wie Geld raus oder keine Ahnung, sondern uns geht es primär erstmal darum, das Ding zum Laufen zu kriegen. Und dann können wir uns immer noch darüber unterhalten, was kann das Produkt alles und was ist das Produkt eigentlich wert. Wir legen den Fokus aktuell wirklich darauf, dass das Produkt gut wird. Und dann können wir uns darüber unterhalten, okay, zu welchem Preis können wir das denn überhaupt anbieten oder sollten wir das anbieten? Und ich kann mir genauso vorstellen, Inner Circle hat einen anderen Preis als beispielsweise ein fremder Dritter, der jetzt irgendwie da von außen mitbekommt, dass da was ist und ein Paket holt oder keine Ahnung, ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Der logische Ansatz wäre, dass der Bot, der Eigenkapital langfristig selbstständig tradet, natürlich eine andere Preisgestaltung haben muss als der Passing-Bot, der wirklich nur einmalig läuft, innerhalb von 7 bis 10 Tagen deine Challenge passt. Aber was genau konkret, also wie gesagt, Dominik und ich fokussieren uns darauf, dass das Ding funktioniert, dass das Ding sauber programmiert wird und dann unterhalten wir uns darüber, wie wir das Ding an den Markt bringen. Also
Fokus liegt darauf, das Ding zum Laufen zu kriegen. Punkt. Das Ding ist ja, und dementsprechend war mir auch so wichtig, dass Daniel, also ich will nicht sagen mein IT-Leiter, weil das klingt so abwertend, aber derjenige, der einfach das für mich macht, auch diese Bot-Sektion einpflegt in den Discord, dass ihr auch jeden Tag, und also nicht jeden Tag, wenn quasi Updates kommen, die, ich sag mal, fundamentale Sachen ändern könnten, dass ihr damit auch quasi, dass ihr das seht, dass ihr seht, was wir machen, dass wir eben nicht einfach von heute auf morgen Bot quasi, ich sag mal, kreieren, der ist auf einmal da, dann läuft er 2 Monate gut, jeder ist gehypt, der auf einmal 300% macht und dann an Tag X, ja, darunter, weil so funktionieren alle Bots gerade. Also ich habe noch keinen Bot gesehen, der mal länger als ein Jahr funktioniert hat. Auch wenn man bei RoboForex guckt, man kann sich da auch per Copy Trading überall dran verknüpfen, läuft alles gut, Bombenergebnisse und an einem Tag ist aber alles weg. Und wenn du aber dann bis an diesen Tag X nicht alles rausgezogen hast, ist blöd. Und dementsprechend, natürlich können wir jetzt sagen, ey, unser Bot hat letzte Woche, letzten Freitag im Backtesting 800.000 gemacht in 6 Monaten. Ja, aber das ist schön, wenn es am 7. Monat alles weg ist. Deswegen, das Also so braucht wie bei mir im Trading dann. Also dann in der Regel 15 Tage alles gut und am 16. Tag ist alles weg. ich hoffe nicht, dass es so ist. Aber selbst wenn es so ist, arbeiten wir da auch dran. Aber das kriegen wir alles dahin. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, erstmal muss das Ding stehen, weil ich bin nicht so jemand, der das mal alles so ankündigt, ey, wir haben jetzt hier einen Bot und so und es wird bald laufen. Erstmal fertig machen das Ding und dann werden die Dinge mit Köpfen geschlagen. Weil wenn das steht, dann ist sowieso. Ich sag mal, also dann ist ja alles ein Selbstläufer. Wenn das Ding Challenge passt und Eigenkapital vermehrt, ja, also ich weiß nicht, wie man das noch toppen könnte. Genau, jetzt muss Ja, ich es auch. hört sich alles immer zu gut an, um wahr zu sein, ne? Ich weiß, aber ich kann dir sagen, es ist unglaublich viel Arbeit. Also David allein, ich weiß nicht, wie viel, wenn man jetzt wirklich mal die letzten 2, 3 Wochen mal so einen Arbeitsstundensatz sehen würde, was er da quasi reingesteckt hat. Aber der macht auf jeden Fall viel, viel mehr als ich, weil ich einfach noch nicht, wir sprechen immer nicht so ganz eine Sprache, dieses Programmiermäßige und eben meine Sprache, das ist ein bisschen, ich komme, also David hat mir was erklärt, ich brauchte nach 5 Minuten Pause, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich erstmal alles so mir zerlegen musste, weil das halt so komplex ist. Und das wird noch ein bisschen dauern, aber weil es eben auch Qualität hat, haben wird, hat sie nicht. Ja, vielleicht damit ihr mein Tages. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich sitze hier im Auto, meine Frau und ich haben gerade einen Kinderwagen gekauft. Kriegen eine kleine Tochter. Und ich sitze hier jetzt Glückwunsch. im Auto und ja, danke. Und meine Schwiegereltern sind jetzt gerade bei Baby One noch drin hier. Ich stehe gerade quasi davor. Wir haben es zeitlich nicht hinbekommen, darum muss ich jetzt hier aus dem Auto schnell. Vielleicht ganz kurz, wie sieht mein Tagesablauf? Heute Morgen. Mein Wecker klingelte um 6:20 Uhr, aufgestanden, 2 Stunden am Bot, dann Tagesablauf. Ganz normal. Und so läuft quasi seit gut 2,5 Monaten läuft jeder Tag so ab. Morgens immer die 2 Stunden, morgens direkt Programmierung. Dann habe ich ja noch einen Job, der mich eben auch viel Zeit kostet. Zu Hause, Family-Zeit, alles das, was anfällt, Hunde. Und abends sitze ich dann wieder 2 Stunden am Bot. Und so kann man sagen, zwischen 2,5 und 4 Stunden pro Tag Bot-Programmierung. Und wenn ich das jeden Tag 8 Stunden machen würde, dann würde ich ein bisschen schneller natürlich vorankommen. Aber ich versuche das, was ich an Zeit habe, wirklich da reinzupumpen. Und ja, es ist sehr intensiv und aufwendig. Also ich hatte es den Tag schon mal erwähnt, ich träume auch jede Nacht schon von dem Ding. Aber das geht auf jeden Fall vorwärts. Und ich gebe mir mit Dominik ja sehr, sehr viel Mühe, dass das vorangeht, ja. Genau. Ganz wichtig zu der Frage von Kim. Es kommt noch viel mehr Live-Trading mit meinem Discord auf jeden Fall. Ab Januar. Nagelt mich bitte nicht auf Januar fest. Wenn Philipp und ich nach Zypern knallen, dann gibt uns da kurz mal einen halben Monat, um uns einzuleben, dass wir klarkommen und alles gecheckt haben. Und dann auf jeden Fall habe ich das vor. Und nein, für alle die jetzt sowieso schon bei mir im Discord sind, werden die Preise nicht erhöht. Ja, weil macht für mich keinen Sinn. Ja, klar, langfristig weiß ich, also ich werde auch die Preise so an sich nicht erhöhen. Das wird immer bei 97 bleiben. Ganz normal die Monatszahlung. Vielleicht wird immer mal so ein Paket kommen, dass man nochmal irgendwie wieder so eine Einmalzahlung machen kann, um einfach da quasi ein für alle mal fertig zu sein. Das weiß ich aber eben auch nicht. Aber für alle Leute, die jetzt eben hier sind, wird nichts mehr erhöht. Also wer quasi einmal ja, bei mir mit dabei ist, der ist dabei, der wird von Anfang an großgezogen und das bleibt dann auch so. Da komme ich dann nicht im Nachhinein von wegen, jetzt müsstest du mal mehr bezahlen. Warum? Ihr habt euch früher, ich sag mal, ihr habt euch früh dazu entschieden, als ihr eben noch klein war und eben noch nicht so viele Bewertungen hatte, noch nicht so viel Cases hatte, wo ich eben zeigen konnte, ey, guck mal hier, der ist funded geworden durch mich, der. Das heißt, ihr habt euch früh dazu entschieden und ich finde, das sollte auch belohnt werden. Und dementsprechend wird für niemanden irgendwie ein Preis steigen, der jetzt hier
schon dazugekommen ist und auch schon dabei ist. Also das ist überhaupt nicht zu der Frage. Die Preisgestaltung von Steam, ja, auf jeden Fall, die ist auch cool. Kannst du ja mal im Chat gucken, David, finde ich auf jeden Fall ganz nice. Genau, es gibt einen Unterschied zwischen Fund-Account-Bot und Eigenkapital-Bot. Also technisch nicht, der wird gleich laufen. Aber die Art und Weise, so langfristig wird der Eigenkapital-Bot ja laufen und der Funded-Account-Bot, der ist halt dann quasi tot, sozusagen, wenn das Konto gepasst ist, ja, weil er dann seine Aufgabe erfüllt ist. Könnte man vielleicht noch ein Beispiel machen für einen Trade? Natürlich, 18 bis 20 Uhr. So, achso, ich muss auch noch kurz meinen Bildschirm freigeben. So, 18 bis 20 Uhr. Unser Bitcoin-Trade läuft 57 Euro im Profit. Aber wir haben jetzt mal keine Angst. Lassen den drin. So, das ist die falsche Liste. Hier ist Forex. Nasdaq. So, wir nehmen einfach mal 18 bis 20 Uhr den Donnerstag. Als Beispiel. Ich habe jetzt gerade den Chat nicht offen, deswegen, wenn jetzt hier Fragen kommen, die sehe ich jetzt gerade nicht. Das muss ich mal wegziehen hier, das weiter runter. Zack. 18 Uhr startet. Wo ist 18 Uhr hier? So, hier ist schon direkt die erste Position. Hier, wir haben hier eine bullische Farewell Gap. Die ist maßgeblich verantwortlich für den Sweep hier an der bärischen. Oh. An der bärischen Farewell Gap. Mensch, komm her. Ist jetzt ein bisschen groß, ist aber von der Systematik her richtig. Dann ist der Entry hier direkt nach dem Inverse. Stop-Loss liegt hier eingetragen im MetaTrader, aber erstmal hier auf dem Hoch. Und dann kann man hier, ich würde hier einfach die Lows targetieren. Das würde vollkommen reichen. Ja, weil hier sowieso sind ganz viele Imbalances, die alle fallen werden. Hier ist so die erste, das sind jetzt keine Triple Equal Lows. Ich denke mal, das Low hier wäre es gewesen, was ich antargetiert hätte. Und da hat man direkt hier schon, die Position war 18:03 Uhr, ein entspanntes 1 zu 3,5er. Bis 18:33 Uhr. Ja, knappe 30 Minuten. Ist ein bisschen lang, die Position. Wir können uns mal kurz noch eine andere raussuchen. Das wäre quasi Position 1 gewesen. Hier kommen wir aus keiner bullischen Farewell Gap. Ja, theoretisch wäre hier Position 2 gewesen. Wir haben hier den Liquidity Sweep. Plus reagieren. Hier sogar auch aus der bärischen Farewell Gap heraus. Das Ganze geschieht worüber? Über diese bullische Farewell Gap hier. Zack. Und dann sind wir hier, nachdem die Inverse wird sofort drinne. Stop-Loss, wie gesagt, im MetaTrader eingetragen wird hier, kann aber auch theoretisch hier liegen. So, da ungefähr. Und dann targetiert man hier das Low an. Gut, da wäre man auf jeden Fall ausgestoppt worden. Man hätte aber an dem Respekt der bullischen Farewell Gap hier Teilprofite nehmen sollen, auf Break-Even ziehen müssen. Das heißt, auch hier wäre man bestimmt mit 1,5 Risikoeinheiten im Profit draußen gewesen. Und dann, ja, hätte man, oh, hier auch nochmal die große Position. Hier sweepen wir die ganzen Hochs. Zack. Das Ganze machen wir wieder worüber? Über diese bullische Farewell Gap. Ah, da ist er. Und dann sind wir hier drinnen. Stop-Loss hier, eingetragen da. Und wir targetieren hier einfach diese Equal-Lows an. Und haben hier auch wieder 1 zu 2,6 an. Also so in etwa, wie kann ich in den Chat? Hier ist der Chat. Ah, okay. So aufmachen. Nico hilft uns, perfekt. Philipp, ich schreibe dir auch nochmal, ich habe, der Nico hier ist jemand, der schon tatsächlich auch in Zypern lebt. Paphos tatsächlich. Das Ja, ist ganz. geil, das müssen wir uns auch noch anschauen, Paphos. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Danke für deine Hilfe, sehr, sehr gerne. Ich muss mal kurz hier alles schließen und den Chat öffnen. Wo ist der Chat? Wo ist er? Habe ich blöd? Da ist er. So, wunderbar. Dann ist es so gedacht, dass wir mit der gepassten Challenge von Bot weiterhin mit Dominik weiter traden, ab Januar live traden. Und weiter ab Januar live traden. Wie gesagt, Stand jetzt, genau. Der Bot soll ich quasi die Challenges passen, am besten bei FTMO, dass ihr dort die Max Allocation habt, sprich 400k. Damit tradet ihr dann im Live-Trading und wenn ihr einfach dabei seid, dass ihr, wir sind mal jetzt wirklich ganz, ganz konservativ, beispielsweise 2% macht. 2% pro Monat ist locker drin. Ja, oder mal, wir sagen mal pro Auszahlungsperiode, also 14 Tage, 2%, oder allein 1%. 1% sind 4.000 Euro, abzüglich Profit Split sind das 3.600.
Steuern ist man ungefähr, man kann auch einiges gegenrechnen, das ist ganz gut, bei 3000 Euro. Da kannst du dir theoretisch 1,5 in deine Tasche stecken und 1,5 packst du in den Bot rein. Und der Bot arbeitet ja aber die ganze Zeit weiter. Das heißt, wenn du das nächste Mal wieder was reinpackst, sind aus den 1,5 2 geworden oder so. Und so ist ja halt quasi dieser Compound-Effekt, dass eben alles nach und nach immer mehr nach oben geht. Und das ist quasi die Idee dahinter. Dass ihr eben dann eben nicht nach Monat 1 euren Job, wenn ihr das wollt, kündigen könnt, aber vielleicht eben nach Monat 4, 5, 6, 7, 8. Und dann wird es ja aber auch immer mehr. Und das ist quasi die Idee dahinter. Weil, wie gesagt, ich bin jemand, ich habe immer gern für alles irgendwo auch eine Erklärung und eine Lösung. Und ich habe oft immer gehört, ey, pass auf, ich wäre sehr gerne dabei bei dir. Das sieht alles gut aus, was du machst, aber ich schaffe es eben zeitlich nicht. Und ich könnte bis jetzt darauf nie antworten. Und jetzt kann ich halt, dass ich ihm sage, pass auf, wir haben hier eine Idee. Ja, ich kann dir eben jetzt keine Garantie geben, ob das klappt. Aber so in etwa soll das laufen. Zack, zack, zack. Und ja, wer weiß. Vielleicht, mir kam auch schon so die Idee irgendwie so ein bisschen. Da muss ich auch mal gucken, ob das vielleicht möglich ist, weil dann würde man vielleicht in die Aussage reinkommen, was TMS vorhin gesagt hatte. Wenn ihr euch einfach alle mit euren Accounts per Social Trader Tools an meine Accounts knüpft und meine Positionen automatisch bei euch übernommen werden. Das heißt, ihr müsst überhaupt nicht am Chart sein, ihr müsst nur verknüpft sein mit mir. Ja, das würde ich vielleicht bei jedem einfach so die ersten 2 Monate machen, dass erstmal ordentlich Geld reinkommt, was ihr dann einfach so in den, ja, in den Eigenkapitalkonto reinhauen könnt und ihr dann vielleicht so euch mehr Zeit kaufen könnt. Also ich meine, Zeit kaufen im Sinne von, man geht vielleicht Teilzeit oder man macht das irgendwie ein bisschen anders und dann der Account quasi von meinem Account wieder entkoppelt wird und ihr dann das Ganze eigenständig macht. Also es gibt, für alles gibt es immer eine Lösung und ich denke da schon, ich zerbreche mir da auch viel den Kopf drüber. Aber das war zum Beispiel auch die Idee. Das beispielsweise jetzt mal angenommen, Kim, ja, Kim bekommt jetzt ihre 400.000 gepasst, ist aber von, weiß nicht, 6 bis 22 arbeiten als Beispiel, ja. Dann würde ich sagen, Kim, pass auf, ich würde die ersten 2 Monate dir einfach anbieten, dass du mit der Software, die heißt also als Beispiel Social Trader Tools, kannst du deine Accounts einfach quasi an meine Accounts knüpfen, als Slave-Account und alle meine Positionen, die ich eben setze, werden auch bei dir übernommen sozusagen. Ja. Muss natürlich gucken, wenn ich das für 100 Leute mache, dann kann es schon sein, dass FTMO anfragt, ey, wie kann das sein? Irgendwie hier sind gerade 200 Accounts, die alle dieselbe Position erfahren, was macht ihr hier? Dann kann es schon sein, dass die einen auch sperren, dementsprechend muss man das schon auch ein bisschen moderater machen. Aber das würde ich tatsächlich auch dann in Erwägung ziehen für jemanden, wo es wirklich Ernstfall ist und sagt, ey du, ich würde gerne, aber ich habe echt keine Zeit, kannst du mir helfen? Da würde ich das dann auch schon so machen. Ja, wichtig bloß wäre für mich, dass man da sich dann eine gute Copy Trading oder wer doch Copy Trading Software anschaut, weil ich hatte schon mal eine gehabt. Das war auch Social Trader Tools. Da wurde auf einem Slave-Account von mir damals kein Stop-Loss übernommen. Ja, das ist dann natürlich im perfekten maximalen Daily Drawdown geendet. Genau, so soll es eben nicht laufen. Aber das wäre halt so die Idee. Also, wie gesagt, es gibt für alles eine Lösung. Und wenn ihr euch einfach mal 2, 3 Monate nur bei mir dranhängt, wichtig wäre halt für mich, dass ihr trotzdem die Zeit nehmt, euch die Trades anschaut und nicht einfach sagt, der macht das schon. Das wäre wichtig für mich. Dass wir jetzt halt so eine Einfall, also so eine Lösung bezüglich der Sache. So. Darf ich noch eine Frage reinschmeißen zu den Prop-Firmen? Ja. Ich habe da schon mal versucht, mich so ein bisschen einzuloggen und damit ein bisschen so ein Demo-Account zu machen und so. Und ich kriege das, ich bin jetzt auch nicht so affin, was PC-Sachen angeht und habe da so ein bisschen meine Probleme. Eine Frage, die dabei aufgekommen ist, der Spread, den ich aktuell bei Capital habe, den übernimmt er ja bei mir mit in TradingView mit rein. Und wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei FTMO mir einen MetaTrader 5-Account erstelle, den muss ich ja dann koppeln mit dem MetaTrader 5. Und dann soll ich mir ja mit dem Lot Size Calculator ausrechnen, mit wie viel Lot ich zum Beispiel reingehe. Wie ist denn da der Spread? Gibt FTMO den Spread vor? Oder weil das läuft ja dann theoretisch gar nicht über einen Broker, sondern der Account läuft doch direkt über FTMO. Der läuft über den Broker von FTMO. Also du hast Server von denen. Also ich verstehe nicht, was du meinst. Es ist ja so, generell ist ja Prop Trading eine Grauzone. Weil du darfst ja, und also an sich brauchst du in Deutschland eine Lizenz, eine BaFin-Lizenz. Und da ist es eben einfach so, du hast quasi, zumindest wird es so gesagt, du handelst einmal virtuelle Demokonten, wo deine Signale dann quasi einfach übertragen werden, auch per Copy Trading Software.
und dann einfach Experten von FTMO dahinter sitzen und einfach dann die Position durchwinken oder eben nicht. Ja. Handelt es halt generell immer nur Demo-Accounts. Dementsprechend sind sowas wie Spreads hast du eben nicht. Die sind halt künstlich erzeugt. Ja. Das ist zum Beispiel das Problem, also ich war damals auf Funded bei True Forex Funds. Ich hatte teilweise am Anfang, wenn ich in keiner Position drin war, hatte ich 0,7 Spreads, bei was unglaublich wenig ist. Kurz zum Vergleich, ich bin VIP-Kunde bei RoboForex, weil ich da auch jemanden aus dieser etwas höheren Etage kenne. Und ich habe bei RoboForex bei den Pro-Accounts 1,7 Pip Spread, was unglaublich wenig ist. Ja? Und da hatte ich aber 0,7. Und wenn ich aber in der Position drin war, beispielsweise am TP, wurde meine Position, ich wollte die rausnehmen, wurde aber so locker 7 oder 8 Pips drunter, Quatsch, nee, das war bei The Funded Trader, bei The Funded Trader war das genau, nicht bei True Forex Funds, wurde dann aber durch den Spread, also angeblichen Spread, die Position 7, 8 Pips drunter rausgenommen, sodass ich eigentlich niemals so sinngemäß die volle Position hatte. Das war schon heftig. Das ist halt, da musst du auch wieder der Prop für vertrauen, dementsprechend, ich sage immer, investiert ein bisschen mehr, holt euch die Challenge bei FTMO, weil ihr seid langfristig glücklicher. Ihr habt keine Probleme, keine Kopfschmerzen. Genau. So, jetzt Ja, cool, danke. kurz gucken. Wenn er geschrieben. Ja. Kim, aber das sind auch sind für euch ja auch Geschäftsausgaben. Also die Kosten für den Discord hier, Challenges, Arbeitszimmer und. Ja, genau, ja. Was meinst du da, Kim, mit der Aussage, das sind Geschäftsausgaben? Kosten für den. Ja, die Kosten für den Discord. Ich habe ja den Discord Nitro, das sind, glaube ich, 10 Euro oder so. Challenges, ja, kann man absetzen, aber auch nur, wenn du die Challenge, ja, wenn du das Geld nicht wiederbekommen hast. Arbeitszimmer, ja. Du kannst ja theoretisch eine Wohnung holen, kannst dann quasi rechnerisch dein Arbeitszimmer subtrahieren von der Gesamtmiete, kannst das abrechnen, das ist möglich, genau. Handy, Laptop, ja, habe ich mir auch letztens ein neues Handy gekauft, das stimmt. Aber das Problem ist, das Finanzamt macht doch ganz oft, legt da einfach sein Veto ein, sagt, nee, mache ich nicht. Und dann, das hatte ich letztens gehabt, ich hatte mir extra im letzten Jahr im Dezember noch eine große Ausgabe, habe ich getätigt extra. Und das wurde dann aber im Nachhinein auch nicht vom Finanzamt durchgewunken. Ja, das ist mal ein bisschen schwierig alles. Aber wenn man halt einen guten Steuerberater hat, der bekommt in der Regel eigentlich alles hin. Ich habe tatsächlich Trading-Aufladungen auf mein Konto über Weiterbildungsgelder abgesetzt. Das ist ja geil. Ist durchgegangen. Weiterbildungskosten. Schulungskosten. Ich habe gesagt, ja, also ich Sind habe ja viele Weiterbildungskosten, Schulungskosten. ja. Das ist ja krass. Ja. Aber dafür habe ich auch auf anderer Seite relativ viel Geld beim Finanzamt liegen lassen. Und wie zum Beispiel meine Kilometergelder, weil ich nebenbei als Handwerker noch unterwegs bin und habe gesagt, bevor ich da ein Fahrtenbuch führe, mache ich das halt so. Und ich denke mal schon, dass die im System eingetragen haben, so okay, er ist Handwerker, er hat die und die Aufträge erledigt und er hat gar keine Fahrkosten eingereicht, da hätten eigentlich noch ein paar tausend Euro bei rüberkommen müssen. Und dass sie dann vielleicht sagen, so scheiß drauf, ich wink den anderen Scheiß durch. Aber ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert. Das war einfach nur, weil sie mir eine Mahnung geschrieben haben, so entweder jetzt oder nicht. Und dann habe ich das schnell rausgejagt und dachte so, die lehnen das sowieso ab und dann kann ich noch Krankheitstage nachtragen, Kilometergeld, bla bla bla. Nö, haben sie durchgewunken und das war's. Jetzt gilt das als Weiterbildungskosten. Aufladung vom Eigenkapitalkonto. Das ist ja heftig, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Crazy, da kommt ja einiges zusammen, auf jeden Fall auch heftig. Gut. Ja. Aber hast du es als Privatperson gemacht oder hast du es über ein Gewerbe gemacht? Nein, Gewerbe. Oh, das werde ich natürlich auch machen. Das mache ich direkt nach dem Call, werde ich mir mal alles schön. Das ist gut, Das ne? war bei mir auch einiges dieses Jahr. Jetzt habe ich eine Bombe platzen lassen. Ja, klar. Das war schon gut. Also, ich habe das aber, du musst ja immer nur Datum eintragen und den Grund, was du Ja. da angibst und so weiter und so fort. Und als ich den Bildungskosten gesehen habe, da war ich, ja, habe ich gedacht, probiere ich es mal. Und hast du das über Elster gemacht oder hast du das per Steuerberater gemacht? Nee, ich mache das tatsächlich seit 5 Jahren über Wieso-Steuer. Da habe ich mich lang und breit erkundigt und Testberichte durchgelesen und habe gedacht, so ja, passt, ne, weil ich mir viel durchgelesen habe. Ich probiere das mal. So, und dann irgendwann kam heraus, dass sie Marktführer in Deutschland waren, also auch die besten Ergebnisse und Stiftung Warentest und bla 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 hatten. Und ich sage, ja, cool, da bin ich ja schon. Und seitdem mache ich das immer bei denen. Und du kannst da ja auch deine ganzen Daten voreintragen lassen, die eigentlich beim Finanzamt schon gemeldet sind. Also mit entstehen zum Beispiel keine Diskrepanzen. Also ich bin ja noch Arbeitnehmer. Das heißt, alles, was mein Arbeitnehmer schon dem Finanzamt gemeldet hat, wird automatisch in meine Steuerliste eingetragen jedes Jahr.
Ich brauche nichts mehr machen, also ist alles voreingetragen, bis auf meine Selbstständigkeit. Und da trage ich per Datum und Kosten alles extra ein. Und das war's. Im Prinzip bin ich jedes Mal in 10 Minuten durch. Silda, und das ist genau der Grund, warum ich eine Community so sehr liebe, weil genau das ist halt der Punkt. Ich werde niemals davon kommen, ja, und das wird mir definitiv auch einiges an Steuern ersparen dieses Jahr. Und dementsprechend, das ist heftig, krass, wusste ich gar nicht, Weiterbildungskosten. Also wieso Steuer kann ich absolut empfehlen Ja, werde ich mittlerweile. mir definitiv mal reinziehen, das schreibe ich mir auch alles zusammen, mache einen Call, das muss ich mir auch, und ist immer irgendwie auch gespeichert. Martin, für eine BaFin-Lizenz, was man dafür tun muss, keine Ahnung. Also habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ich es nie vorhatte zu machen, weil ich es auch gar nicht brauche und weil es auch nicht, ich glaube, die kostet sogar auch echt viel Geld. Weiß ich gar nicht. Ich gebe euch jetzt Tipp, wenn ihr mit MT5 tradet, könnt ihr auch direkt in der App die Lot Size berechnen. Da braucht ihr kein Zeit, genau auf jeden Fall. Mein Discord wieder teuer. Ach so, ja. Könnte es mal sein, dass du von 18 bis 20 ein Live-Trading machst. Jetzt aktuell nicht. Weil für mich ist das so, bevor ich jetzt wirklich Deutschland verlasse, will ich immer noch so ein bisschen Family-Zeit haben und dass sie auch alles ja, quasi schön verbringen. Und für mich ist eigentlich immer so ab 17 Uhr quasi, ich nehme maximal noch Videos auf, ist da eigentlich Schicht im Schacht. Also das ist dann wirklich dann für mich gebuchte Family-Zeit, weil die das natürlich auch alle wissen. Und das will ich mir jetzt die nächsten oder die letzten zwei krasse anderthalb Monate, ja, nicht mehr nehmen lassen. Ich meine, es steht eh noch nicht fest, dass wir im Januar, ich sag mal, auswandern, aber es ist schon auf jeden Fall eine, ich sag mal, die Idee. Und dementsprechend will ich jetzt hier, wie gesagt, wenn ich, oder wenn wir in Zypern sind, definitiv, da bin ich offen für alles. Da können wir von mir aus auch von 0 bis 24 live joinen. Das ist natürlich nicht, aber ja, wie gesagt. So. Fahren die Pips Challenge 50k geschafft und refunded mit der Begründung, ich würde externes Management einsetzen. We have a strong belief your account is related to account before we take the necessary precautions. Aber Jens, was, du kannst ja gerne entstummen, wenn du möchtest. Hast du das Fundkonto jetzt bekommen, oder? Refunded. Also refunded einfach nur, dass die Gebühr quasi wieder da ist. Du kannst dich links unten. Ja, genau, jetzt hast du es. Ja, jetzt. Hört ihr mich, Hallöchen. ja, ne? Das ist, ich gehe mal davon aus, ich recherchiere ja auch immer über diese ganzen Prop-Firmen und also bin da auch sehr involviert in den ganzen Geschichten, auch Steuersachen, wie das gehandhabt wird, wie das mit den Prop-Firmen gehandhabt wird. Und ich habe eben doch mal ein paar Funding-Pips gelesen, dass es da auch Zahlungsprobleme gab. Und dass da auch viele sozusagen, wenn du zu gut warst, die immer einen Grund gehabt haben, dass du rausgeflogen bist. Ja. Na? Und ich weiß, wie gesagt, manchmal weiß ich auch nicht, wie ich das mache, mit vielleicht ging denn das auch zu schnell. Ich habe bei dieser Challenge erst so ein bisschen ein paar Wochen rumgedümpelt, ich glaube so 14 Tage. Und dann habe ich innerhalb von 2 Tagen diese erste Phase geschafft. Das war Donnerstag und Freitag. Und den Montag drauf habe ich die zweite Phase geschafft, also die 5%. Und Ja. wahrscheinlich ging denen das zu schnell. Und ich hatte aber schon den 10K-Challenge gefundet bei FundingPips. Das war damals Ja. meine Anfänge, so zum Antesten. Habe aber Ja. auch schon 3 10K-Challenges gegen die Wand gefahren, so zum Ausprobieren. Okay. Und wie gesagt, die vierte 10K dann geschafft. Und da so, machst, probierst du jetzt erstmal eine 50K, also so nach und nach. Und da kam am Ende das. Und ich habe das aber alles schon mal im Internet gelesen. Die spekulieren ja auch mit darauf, dass du die Challenge gegen die Wand fährst, weil damit Ja. verdienen die richtig Schotter. Das ist, falls jemand, Nico, zu deiner Frage, der Bitcoin-Trade, ich habe den einmal nur so gesetzt gerade, um das mal kurz zu zeigen, wie man das beim Trading wie macht. Das war einmal nur random gerade. Genau. Kurz zu der Sache, wie Prop-Firms funktionieren. Also es gibt ja an sich, will ich mal, ich kann es auch einmal mal kurz aufzeichnen. Wir gehen mal in Trading View rein. Prop-Firms funktionieren folgendermaßen. Es gibt drei Komponenten. So, zack. So. Wir machen mal jetzt hier Dollar. Das ist der Liquidity Provider. Das sind wir. Und das ist dann in dem Fall einfach mal hoch. Das ist dann in dem Fall einfach mal jetzt hier dann Funding Pips. Normalerweise läuft es. Ah, ne, wir brauchen noch eine vierte. Wir brauchen noch die Börse an sich. Das ist, die Börse ist, das hier einfach da nach oben. Zack. So. Das Prinzip läuft folgendermaßen ab. Sascha als Beispiel, ich nehme mich jetzt mal, weil ich hier dein Gesicht sehe, ist jetzt im MetaTrader drin, sagt alles klar, ich gehe 10 Lot Long Gold. Ja?
Diese Nachricht wird per MetaTrader an, als Beispiel jetzt, Funding Pips übermittelt. Funding Pips muss jetzt Folgendes machen. Dementsprechend gibt es auch Gebühren. Die müssen jetzt, um die Position quasi an den Broker zu bringen, müssen die aber zuallererst eine Gegenposition eröffnen zu der eigentlichen Position. Ja, dementsprechend ist Prop Trading auch langfristig nicht profitabel für die Prop Firma, wenn die zu viele Trader haben, die Geld verdienen. Weil die ganze Zeit theoretisch, nee, Quatsch, weil jetzt habe ich es gerade genau falsch erklärt. Anders gesagt, wie gesagt, die Prop-Firma bezahlt einen Liquidity-Provider mit den Gebühren, die du stellst, dass die die Gegenposition eröffnen. So rum. Ja, und die dann quasi an den Broker bringen, sodass die quasi fein raus sind und die Prop-Firma von den Pips in dem Fall auch Geld verdient, wenn du Geld verdienst. Was ja auch das Ziel sein sollte. Ja. Bei den meisten Leuten oder bei den meisten Prop-Firms ist es aber so, dass dieses Bindeglied Liquidity Provider gar nicht funktioniert. Das heißt, da ist es, weil die eben Geld sparen wollen. Weil die Lizenzen Geld kosten, die Gebühren sind immens hoch, ja, und es muss halt immer wieder auch die Position entgegengesetzt eröffnet werden und auch das wird wieder pro Lot-Size gemessen und ist auch wieder langfristig sehr, sehr schwierig, viele Kosten. Ja, was die meisten machen, ist die, also wieder Sascha schickt seine 10-Lot-Position per MetaTrader oder was weiß ich, C-Trader an Funding Pips. Die machen es aber so, die wollen jetzt Kosten sparen, sagen, ah Mensch, 97% der Trader sind eh nicht profitabel. Wir eröffnen einfach die Gegenposition, also beispielsweise dann die 10 Lot Short und werden dann quasi das Ergebnis von Sascha einfach widerspiegeln in seinem MetaTrader. Sparen quasi das Geld. Problem ist aber, wenn Sascha jetzt aber zu den 3% gehört, was er macht, weil er in der Community ist bei mir, nein, was er macht, dann verliert die aber. Und dann ist es quasi das Minusgeschäft. Und genau das ist der Grund, Jens, warum halt die meisten Prop-Firms, Funding Pips, The Funded Trader, Two Forex Funds eben langfristig pleite gehen, weil die meisten Leute eben auszahlen. Und da aber eben nicht das Geld reinkommt über die Challenge-Gebühren, um das quasi wieder, ich sag mal, zu liquidieren und auch selber noch Profit rauszuschlagen. Das ist quasi das System, wie die meisten funktionieren, weil sie wieder Geld sparen wollen. Und das ist eben das große Problem. Deswegen werden Trader, die 3, 4, 5 Monate profitabel sind, auf einmal ausselektiert. Da gibt es ein sehr, sehr cooles Video von dem Trader Andrew NFX, kommt aus Rumänien, hat jetzt auch seine eigene Portfolio gemacht. Der war, ich glaube, 6 Millionen hatte der in Funds gehabt und hat sich halt jedes Mal immer nur 1% auszahlen lassen. Ja, 1% bei 6 Millionen, das sind alle 2 Wochen in jeder Handelsperiode sind das einmal 60.000. Das heißt, es waren für den ungefähr 100.000 im Monat für 1%, also quasi für 2% in dem Fall. Ja, natürlich für jede Prop-Firma ein großer Dorn im Auge, weil diese 100.000 eben bei dem, das hat sie auch aus vielen Challenges zusammengesetzt, für die natürlich Ausgaben waren, die eben so, weil die eben noch nicht so populär waren, nicht wieder reinkamen. Und dementsprechend kam dann auch, also nicht durch ihn, aber durch die meisten Leute, eben dieser ganze Disput und Konflikt bezüglich dieser ganzen Prop-Firmen. Ja, Dominik. Ja, ich höre dich. Dominik, ich hab mal auch im Internet recherchiert. Wie gesagt, mit dem ganzen Prop-Trading, wir sind ja am Ende sind wir ja nur Signalgeber. Ja, Sozusagen. Na? Und ich habe da genau. mal gelesen, weiß nicht, ob da was dran ist, dass die Prop-Firmen, weiß nicht, ob das jetzt bei allen so ist, bei guten Tradern oder die, sag ich mal, im Durchschnitt gut traden, beziehungsweise das CAV halt gut ist, dass die Positionen mit dem Mehrfachen setzen, also sprich, wir treten jetzt auf einem 100K-Konto und die setzen die gleiche Position, also nehmen dein Signal und setzen die gleiche Position auch mit einem 5- bis 10-fachen. Kann man das so bestätigen? Ich habe das mal gelesen, aber ob das an dem ist, weiß ich eben doch nicht. Auf jeden Fall generiert diese ganze, also die Trading-Szene an sich ist ja schon schlimm, aber die Ja. Prop-Firmen-Szene, der CEO von The Funded Trader, Angelo hieß er damals, ja. Natürlich kann ich es nicht bestätigen, aber dieser Andrew FX zum Beispiel damals, der war in einem Restaurant in Dubai, in einer Business Bay, wo dieser Angelo eben auch war. Und der wusste aber nicht, dass dieser Angelo eben, gerade dieser Angelo wusste eben nicht, dass dieser Andrew bei dem, ich weiß nicht, was bei The Funded Trader damals die Max Allocation war, ich glaube 1,2 Millionen, dass er da eben funded war. Und dachte halt, weil das quasi alles über einen anderen Kollegen noch lief, dass das auch einfach nur irgendein Typ ist, der irgendwie Business macht. Wusste aber eben nicht, dass dieser Andrew eben der Trader war. Und hatte dann halt schon gesagt von wegen, ja, ich mache hier keinen Bock mehr auf diese Plattform-Scheiße, das macht eh keinen Sinn mehr und so. Also hat es auch so richtig so gesagt.
Ich ziehe eh bald, mache ich einen Exit-Scan und hat dann quasi anhand dieser Ender auf jeden Fall erstmal ein Video zugemacht. Zu der ganzen Sache ein Statement-Video. Ist dann auch erstmal überall gesperrt worden, hat auch ganz viele Morddrohungen bekommen. Und ich habe das ja halt damals halt live mit verfolgt, weil ich halt auch damals bei dem Funnel war und mir dachte, oh, okay. Und dann hast du so richtig gemerkt, wie auf einmal dann so Rabattcodes kamen, 25%, 50% off. Dann bekommst du 10% von dem Profit quasi, den du in der Challenge machst, wieder. Und so kamen quasi Aktionen immer ins Laufen und die haben immer mehr Leute gehabt, bevor dann quasi dieser ganz große Exit-Scam kam. Und dementsprechend ist auch so eine Faustregel, die ich eben immer für mich habe, wenn eine Prop-Firm kommt, wenn du dich anmeldest und die schon der dir einen Rabattcoupon von 35% anbietet, sofort weg da. Wie FTMO schon kommt hat da ja. einmal eine Rabattaktion gehabt von, ich weiß nicht, da hat das 10K-Konto, glaube ich, nur 90 oder 89 Dollar oder Euro gekostet. Das war's, mehr machen die halt nicht. Aber ja, was du Ja. sagst, das kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin jetzt auch sozusagen, ich hatte ja schon ein Konto bei Finding. Das habe ich immer mal so hingedümpelt. Ich habe jetzt noch mal ein neues gemacht zum Probieren. Und wie du ja auch schon sagtest, wie ich ja auch schon mal gesagt habe, man liest ja auch immer wieder im Internet auf Seiten, wo die ganzen Prop-Firmen auseinandergenommen werden, dass Nummer Natürlich. eins ist und bleibt halt FTMO, ne? Ja, auf jeden Fall. Also FTMO ist top. Das liest du auch immer wieder. Dann kann ich noch eine empfehlen. Das ist nämlich genau die von dem, der da halt so gescampt worden ist. Die heißt Fortuna Traders. Für mich ist einfach so, ich verfolge ihn schon sehr lange und er war schon immer eine Person, die sehr, sehr transparent auch nach außen war. Und der vor allem auch immer, also ich meine, der hat es am eigenen Leibe erfahren, steht sehr groß in der Öffentlichkeit, eben genau unter diesem Gesichtspunkt. Und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass das Ding mal irgendwie ein Exit-Scam wird. Also Fortuna Traders und Cove Funded. Ja, das sind die beiden Firmen, das werden quasi von drei Leuten geleitet. Einmal von Meister Trades, also Steph Cappens aus Belgien und Dovidas Pinskius, die machen Cove Funded. Sind beides Leute, die seit über 5, 6 Jahren noch richtig in der Öffentlichkeit stehen. Und ja, ich meine, man weiß nie, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die ein Exit-Scam machen würden, weil da wäre deren Reputation, denn ich bin eigentlich jemand, der der Meinung ist, dass jeder Mensch auf seine Reputation achten sollte, die wäre halt völlig im Arsch, auch wenn es meistens viele nicht machen, aber ich habe das Gefühl, dass die auf jeden Fall real sind und dass bei diesen zwei Prop-Firms eben nichts passieren wird. Jetzt mal, falls jemand fragen würde, was es noch so für Prop-Firms gibt. Genau. Weil noch die Frage kam, Thema Funded Next, habe ich auch keine Erfahrung. Also ich weiß, Ben ist gerade nicht mehr hier im Call. Der ist auf jeden Fall bei denen gerade auf dem Weg, funded zu werden. Die haben wohl anscheinend auch ein ganz cooles System am Anfang. Aber ich tatsächlich habe keine Ahnung. Ja. Was ich dir empfehlen würde, generell, dadurch, dass du jetzt auch den Funded-Account hast, mach immer erstmal ein ganz, ganz kleines Payout am Anfang. Ja, nicht für 10, 20% gehen, weil dann wirst du dir, ja, erscheinst du quasi bei dem mit dem Alert, ja, mit einer roten Glocke, oh, auf den müssen wir aufpassen. Und dir einfach immer erstmal ganz entspannt, ich weiß nicht, 2, 3%. Generell am Anfang empfehle ich immer, wenn ihr funded seid, holt euch, macht euch, ich weiß nicht, sobald ihr in einer Position seid und die im Profit, das zieht ihr einfach raus, holt euch erstmal eure Challenge-Gebühr, dass ihr auch erstmal emotional quasi auf Break-Even seid und dann geht das richtige Trading erst los. So habe ich es gemacht, so hat es für mich auch sehr gut funktioniert, weil ich immer auch derjenige war, der am Anfang schon erstmal die 30% machen wollte und dann natürlich ist das Ganze komplett in die Hose gegangen. Und dann war das hart erarbeitete Fundkonto weg. Aber das würde ich generell empfehlen, gerade bei solchen Prop-Firmen, wo man so ein bisschen was durch den Buschfunk hört, dann einfach lieber ein bisschen unter dem Radar schwimmen, 2-3% machen, auszahlen und solange es eben gut geht. Ja, das habe ich auch schon gehört. Dann das so hindümpeln, dass man nicht zu profitabel ist, dass sie sagen, ja, den schleifen wir so mit durch und da ist gut. Ne? Aber am Ende ist, wie du schon sagst, das ist das ja genau richtig, mache es ja am Ende genauso. Das, was ich bisher an Payouts hatte, habe ich ja immer im Eigenkapital gesteckt, mit meinem eigenen Eigenkapital. Und aber was willst du halt machen, wenn du aber halt über den ganzen Tag, ich bin ja nur öfters an den Charts und habe auch wirklich gute Tage dabei. Wenn ich halt gute Einstiege finde oder gute Setups, warum soll ich da drauf verzichten und am Tag da eben, wie gesagt, da 4, 5 oder 6% mache? Ja, du, bin ich vollkommen bei dir, aber wie gesagt, das ist für Und deine. das ist halt der Beschiss, ne? Oder man gibt sich ja eigentlich schon die Mühe und lernt, und ich selber bin immer noch am Lernen. Ich habe Tage, da habe ich schon mal 3 Tage lang hintereinander, ich glaube, das meiste, was ich mal hatte, waren, glaube ich, 8 oder 9 Losses hintereinander.
Aber ich trade halt nur mit 0,5%, also generell. Das ist für mich okay so. Und Ja. dann habe ich aber auch mal Tage, 2, 3 Tage, da läuft es halt richtig gut. Also da habe ich auch schon innerhalb von 4 Tagen 16,2% gemacht. Du bist ja generell auch im Swing Trading unterwegs, da ist alles möglich. Ja, so Daytrading, Swing Trading, gelegen, wie gesagt, so ich gucke mir am, über den Tag suche ich mir dann schon Sachen raus. Die laufen dann halt mal auch 2, 3, 4 Stunden, manchmal auch bloß eine Viertelstunde, je nachdem. Und das Swing Trading, das mache ich ab und zu mal, da habe ich auch mal ein zweites Konto. Ja. Das direkt, was ich für Swing nehmen kann, dass ich da halt sagen kann, ich habe da mal eine Sache, die lässt schon halt ein paar Tage laufen. Manchmal auch Pech, da läuft es 14 Tage. Oder Ja. ich tue es dann, habe ich auch schon gehabt. Lief knapp 14 Tage, ich glaube 12 oder 13 Tage. Ich habe es dann aber beendet, das war mir dann zu langwierig. Kann ich mir vorstellen, ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, also wie gesagt, der große Punkt, den man wirklich bei Profis immer sieht, ist halt, dass die halt dich irgendwie zwingen, in irgendwelche Regeln reinzupassen. Dann weißt du immer, oh, okay, kann langfristig vielleicht nicht so profitabel sein. Kurz zu der Aussage von Payne. Alpha Capital kann ich so nicht sagen, bin ich nicht funded bei denen, habe ich auch nie probiert. Haben jetzt aber auch ihre Futures-Prop-Firm rausgebracht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin ich auch mit dem Support gar nicht dran. Genau. Wolltest du noch was sagen, Jens? Naja, wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Weil ich habe die Woche ja am Montag mit einem neuen Konto angefangen. Da hatte ich erst Profits gemacht, dann wieder ein paar Losses und Ende der Woche war ich dann auch bei aktuell. Das habe ich jetzt die Woche erst am Montag angefangen damit mit dem Konto und habe da auch, weil ich das von dir gesehen habe bei Instagram, bin ich jetzt bei 4,64% für die Woche. Wo ich sage, naja, gut, wenn das jetzt aber 3 Wochen noch so weitergeht oder. Was heißt 2 Wochen? Ja, aber es ist halt so, ne? Ich meine, Ja, umso eher ich die Challenge geschafft habe, ja eigentlich umso besser, ne? So, ja. man hofft immer, dass das halt dann nicht so ein Problem ist, wo ich mir dann schon jetzt die Gedanken mache, naja, es geht der Spaß dann wieder los. Nicht, dass du nächste Woche noch die 6% machst, da hast du den ersten Step durch. Und wie bei Funding Pips, den Montag drauf, habe ich die 5% gemacht. Weißt du, und dann Sachen, die, naja, da setzt Management ein. Ich habe dir noch alles Mögliche geschickt, dass ich hier, wie gesagt, ich habe Laptop, klar meine Telefone, weil ich auch, wenn ich unterwegs bin, ein Telefon mache. Dass ich halt über IP eingeloggt bin in Spanien, dass ich aber deutscher Staatsbürger bin, dass ich selbstständig bin in Deutschland, hat alles nichts genützt. Ne? Und wenn, wie Ja, gesagt, man hofft, dass das bei FDMO jetzt nicht auch so ist, dass sie sagen, naja, der tut ja innerhalb von 4 Tagen da seine 2 Steps machen und ist durch. nein, wie gesagt, ich verstehe, was du meinst. Dementsprechend predige ich auch immer, nutzt die Payouts und steckt das auch in Eigenkapital. Bei Eigenkapital, ihr habt die Kontrolle, ihr könnt sagen, pass auf, ich zahle mir das heute aus, morgen das. Bei FTMO oder generell bei anderen Plattformen hast du dich eben an Regeln zu richten. Und es kann sofort Tag X kommen, wo ab heute ist alles hier Das insolvent weg und dann stehst du da. Natürlich hast du dein Geld verdient, aber du kommst da nicht so schnell an 200k ran. Dementsprechend, ja. Habe ich von Anfang an gemacht. Also sozusagen die Payouts. Wie gesagt, ihr wisst das ja, ich bin in Spanien und arbeite ja trotzdem, also ich bin ja klar aus Automatisierungstechnik und arbeite aber von Spanien aus dem Homeoffice. Ich mache nur noch technische Dokumentation überarbeiten. Habe sozusagen die Möglichkeit, das von zu Hause aus machen und diese Payouts, die ich anfangs noch gekriegt, also die Payouts habe ich ja gekriegt bei FundingPips von meinem ersten Konto. Das habe Ja, ich alles ins Eigenkapital gesteckt. richtig so. Machst du, klar, du musst das selber ein bisschen tun. Ich lebe halt von dem Geld, was wir hier haben, beziehungsweise man hat ja auch Rücklagen, beziehungsweise das, was ich ja trotzdem irgendwo in meinem Job noch mache, auch als Freiberufler noch über Deutschland. Man kann sagen, ich arbeite als Freiberufler eigentlich Teilzeit, Ja, halbtags. ja, ja. Und das ist halt okay. Und alles, was aus den ganzen Payouts, die ich gemacht habe bisher, das habe ich alles ins Eigenkapital rein. Weil das schon viele immer gesagt haben, nehmt die Payouts möglichst lange genug. Wenn es ein ganzes Jahr ist, macht euren ganzen normalen Job weiter. Nehmt die ganzen Payouts, die ihr mitnehmen könnt und steckt alles also ins Eigenkapital, dass du A, unabhängig wirst, weil irgendwann der Tag ja mal kommen kann. Man hat so oft gehört, dass du dann irgendwann rausfliegst. Ne? Natürlich, auf jeden Fall, das kann ganz schnell passieren. Naja, Und hoffen wir mal nicht. Ich drücke dir. nee, klar. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. Aber ich habe mir überlegt, ich werde mal noch ein Konto machen, wo ich nur deine Trades mache. Ja, klar, auf jeden Fall. Mach das Ja, mal. weil ich das ja auch jetzt mitgekriegt habe, da habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich müsste ich das mal machen, weil ich mache das ja auch so, dass ich halt bestimmte Strategien oder Beispiel jetzt Nasdaq oder Dow Jones,
halt auch immer getrennt getradet habe. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel früh zur London Session, die ja manchmal übelst chaotisch ist, wo ich nur Euro, US-Dollar und britisch Pfund, US-Dollar trade, das halt immer trennt. Und da habe ich auch schon mal ganz schöne Losses durch diesen Mist gehabt, weil ich dann zu viel vermischt habe. Ja, verstehe ich vollkommen. Ja. Naja. Okay. Lisa hatte eben geschrieben, ob wir nochmal vielleicht zusammen backtesten können. Ich Genau, glaube, genau darauf hinaus, ja. wäre Genau. eine coole Sache jetzt. Ich würde das generell so machen, das würde ich generell jedem empfehlen, weil auch wir schon mal A-Plus-Setups durchgehen, sehr, sehr gerne. Weil A-Plus-Setups sind das A und O und ihr wisst selber, ich bin jemand, der sehr, 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 sehr selektiert und auch, ich sag mal, so ein bisschen penibel ist. Ich will euch einfach mal zeigen, was ich mir komplett unter A-Plus vorstelle. Wir hatten nämlich am Freitag war das nicht so, da hatten wir keine Position. Das war die Position, die wir in der Live, war schnell, die ich genommen hatte, als ich dann zu Hause war. Das war dann hier der Short. Wir hatten den Sweep gehabt, die war jetzt aber nicht A+. Ich suche mal ganz kurz eine raus und dann nehmen wir die mal kurz richtig ins Detail auseinander, weil das ist letztendlich das, was ihr dann quasi, also wir müssen auch natürlich erstmal von 15:30 bis 17 Uhr sein. Ja, vielleicht kannst du dann auch nochmal so ein A plus groß reinschreiben, dass wir uns das alle einmal upscreenshotten können. Das wäre ganz cool. Da Die ist es Idee so. finde ich echt gut. Genau. Also wir haben jetzt hier, ist das, ah, okay, das war 18 Uhr. Schade, schade, schade. Ah, ein A-Plus-Setup. Ich habe eins Dienstag, 16.10. 16.24. Dienstag. Wann 16:24 Uhr? Yes, das haben wir auch beide genommen. Ah, Ich warte habe mal, nicht. das ist Mittwoch, 16.10., sorry. Also, Mittwoch ist. genau, ich wollte sagen. 16:24 Uhr, der Short, ja. Ja, auf jeden Fall. So. Am Bildschirm seht ihr da, genau. Chat ist auch an, den packe ich mal zur Seite. Falls es Fragen gibt, die ihr dazwischen grätschen, ich mache mir jetzt hier den Chat auch nebenbei so ein bisschen auf. Dass ich den, jetzt habe ich mir, oh, jetzt habe ich ihn ganz groß gemacht. Okay, ihr könnt mich einfach unterbrechen, wenn es Fragen gibt. Ihr könnt mich auch selber stumm. Genau, prinzipiell ist es ja so, wir haben es jetzt hier gerade 16 Uhr und der erste Move war ja erstmal so ein bisschen nach unten. 15:30 Uhr, das Session Open war hier. Ja, dann ging es ja erstmal nach diesem Liquidity Sweep steil nach unten, bis wohin? Bis wir eben diese Equal Lows hier gesweept hatten. Ja. Quatsch, dieses Low hier. Man kann es auch als Equal Low bezeichnen, aber ich würde damals, um das nicht zu verwirren, zu sagen, dieses Low haben wir gesweept. Da war das ja so, ich erinnere mich an die Position, das war auch der M15 Timeframe. Das wäre Genau. aber schon meine erste Frage, weil du oft ganz gerne von Equal Lows und von Lows, also du redest da tatsächlich von zwei verschiedenen. Ich hätte jetzt schon gesagt, das ist Equal Lows, so wie du das erklärt hast, weil das ein markantes, tiefes also Ende einer Korrekturbewegung Low ist. Also ich weiß nicht, gibt es da noch ein tieferes? Oder macht man da keinen Unterschied? Equal Lows meine ich, wenn zwei Dochten, also ich habe es gesagt, weil ich es auch so dachte, aber das Ding ist halt, hier ist eine ganz, ganz kleine Wick und dementsprechend sind das keine Equal Lows. Also Equal Lows sind auch wirklich schon, natürlich habe ich jetzt kein Beispiel, wenn ich das brauche, die müssen schon wirklich gleich aufliegen. Ah, okay. Genau, das hier, so, das sind Equal Lows zum Beispiel. Du siehst, die haben komplett eine Ebene. Wenn ich hier mal kurz reinzoome, die sind komplett gleich. Das ist ein ganz, ganz starker Draw on Liquidity. Ein besseres Beispiel hier. Da, das da unten. Oh fuck. Das. Auch ganz, ganz starke Loan-Liquidity. Kannst du noch mal ganz kurz da rangehen an die Doppelkerze? Ich mache einfach mal Print und dann habe ich den Druck und dann schreibe ich mir das auf. Die meinst du, ja, oder? An das Equal Low. So, hab mir Screenshots gemacht, schreibe ich mir rein, dass das. Danke. Equal-Lose. Genau. Jetzt war es ja prinzipiell so, ich erinnere mich an die Situation, wir hatten dann auch eben M15, habe ich gesagt, das war jetzt nur die zusätzliche Confirmation. Ich mache es anders. Wir machen mal nur den M1 und den M15 danach als zusätzliche Confirmation. Ja? Ich habe gesagt, okay, alles klar, nach diesem starken Push, nachdem wir jetzt hier dieses Low ausgenommen haben, ja, müssen wir korrigieren, weil ihr wisst ja, ich bin ein Prediger von intern, extern Liquidity. Ja? Dementsprechend müssen wir jetzt hier in irgendeine Fair-Regel reinkommen. Ist erstmal egal welche, Hauptsache wir kommen eben nach oben. Um dann vielleicht, wenn wir das wollen, wieder nach unten zu kommen. Ja, also wir wissen, wir können nach oben kommen. Ja,
Wir können aber nach unten kommen, aber wenn wir weiter nach unten kommen wollen, müssen wir erst nach oben kommen. Heißt, wir müssen nach oben kommen. Ja? Ich habe gesagt, wenn wir es schaffen, können wir einen Long nehmen. Ja, das Ganze wird sich aber rausstellen, haben wir nicht geschafft. Es gab leider keinen Entry-Punkt für einen Long. Interessant war dann aber für mich die Reaktion, das müsste dann, glaube ich, hier gewesen sein, an der Höhe. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt in den M15 gehe, ich mache es nicht zu weit. Ah, natürlich schon, okay. Nee, das war, das will ich auch nicht. Scheiße. Wir haben genau an der 1 Minuten Fair Value Gap oben reagiert, oder? Ja, genau. Das war das, was ich gerade meinte. Ich gehe jetzt mal zu dem Stand hier hin. Wir sind jetzt hier quasi auf der Höhe, wo wir jetzt mit der Kerze so langsam uns auch hier diesen M1 Orderblock annähern. Ja, MM15, das wollte ich gerade zeigen. Ich war aber leider schon zu weit, beziehungsweise geht die Kerze eben so nicht zurück. Sind wir schon hier drinnen? Ja, wir haben außerdem diesen Mitigation Block hier getappt. Ja, und sind in dieser bärischen Verwelge. Dementsprechend akzeptiere ich quasi, dass es in Ordnung wäre, dass wir auch jetzt schon drehen und hier nicht unbedingt in diesen Orderblock hier rein müssen. Ja, weil wir haben einen Sweep hier an der bärischen Verwelge, die auch gebackt ist durch diese Mitigation. Also das ist eine Mitigation-Tendenz, einfach diese Dochte hier, die sich Du überall hast schon. das gerade gelöscht, du hast das gerade gelöscht, das Kästchen. Kannst du das vielleicht drinnen stehen lassen, dass man das auch sieht, dass man drei Confluences hat? Aber nee, die ist ja nicht getappt worden hier in einem 1, nur in einem 15. Ach Deswegen war die so. interessant. Ah, okay. Genau. Ja, das heißt, wir kommen quasi hier rein, zack, verlagern unsere Liquidität von extern zu intern. Ja, auch das ist wieder zusätzliche Confirmation. Jetzt wieder die Frage, okay, alles klar, wir haben jetzt hier gesweept. Wenn wir gesweept haben, worüber haben wir gesweept? Über diese kleine mini-bullische Farewell-Gap. Ja, die ist zwar mini, ah, oh, die ist auch noch mini, als ich gedacht habe. Mini, ja. So, zack, so sieht es aus. Ja. Das heißt, wenn wir diese jetzt direkt inversen, bin ich short. Das ist dann, glaube ich, auch ziemlich schnell passiert. Genau hier, zack, drunter Displays. Und dann war ich hier an dem Punkt hier drinne. Stop-Loss war eingetragen im MetaTrader hier, lag bei mir aber, wie gesagt, wenn wir eine große Candle-Closure drüber haben und die nächste Kerze nicht hier drunter geht, hätte ich die Position rausgenommen. Ja. Wir packen sie aber mal hier hin. Targetieren hätte man theoretisch hier die Lows können. Ich glaube, das habe ich sogar auch gemacht. Wir sind mal jetzt ganz, ganz entspannt. Wir nehmen mal jetzt einfach nur ein 1 zu 2er. Ja, wir packen den mal hier auf diese bullische Farewell Gap, weil die sieht nämlich am interessantesten aus. Hier auch wieder, naja, fast Equal Lows. Nicht ganz. Ja, aber das ist auch so ein starker Lower Liquidity. Das heißt, die Equal Lows sind offen, die bullische Farewell Gap ist offen. Also TP1 sollte man schon mindestens hier liegen. Ja, letzter TP, wie gesagt, hier unten dann das Low. Ja, aber wir packen es erstmal ganz entspannt hier hin. Für eine 1 zu 2er. Ja. Was passiert jetzt? Der Markt, ich weiß gar nicht, ob der ziemlich schnell runtergegangen ist. Ja, okay, da, gut, der war dann noch schon sehr, sehr schnell im TP dann auch. Zack, TP1. Ja. Was ist hier nochmal ganz kurz passiert? Der Markt kommt hier quasi drunter, hat jetzt hier diese Lows gesweept. Ja, wo muss er jetzt wieder hin? Das war jetzt der externe Liquidity Sweep. Wohin wieder? Ab zum internen. Die interne Liquidität, die wir hier haben, ist einmal dieser Order Block. Oder halt diese bullische Verwege. Na, wo ist sie? Bärische meine ich. Die bärische hier, ganz klein. Zack. Das heißt, wenn der Markt hier reinkommt und dieses Level respektiert und dann auch wieder dieses Low bricht per Schlusskurs, dann können wir locker unseren TP hier rausnehmen und können ihn einfach bis hierhin laufen lassen. Was passiert? Markt kommt hier rein, respektiert die erst. Zack, kommt aber auch noch mal ein bisschen höher, glaube ich zumindest. Ja, genau, in den Orderblock rein. Gibt uns hier sogar theoretisch, ah, die hat noch nicht so eine gute Rejection. Jetzt aber, gibt uns jetzt theoretisch nach diesem internen Liquidity Sweep sogar nochmal ein Re-Entry hier, weil wir hier wieder eine bullische Verwelge haben, die für diesen Sweep verantwortlich ist. Und dann geht es hier theoretisch sogar nochmal als Re-Entry Short. Stop-Loss einfach sicherheitshalber drüber. Den könnte man sogar schon nachziehen auf das hoch. Wir lassen einfach mal hier. Und dann kann man das hier theoretisch auch targetieren. So, und dann lassen wir die einmal durchlaufen. Und dann hat man hier theoretisch mit zwei Positionen innerhalb von 22 Minuten hier ein 1 zu 5er gehabt, hier ein 1 zu 2er. Da haben wir knappe 7,5% gemacht. Ja, 7,5%, ja, kann sich sehen, was mit einer Position. Ja, Wäre das, das jetzt A+? das ist A plus für mich, zu 100%. Direkter starker Inverse. Wundervoller TP. Auch, das siehst du eben auch,
wie beispielsweise der Markt dann quasi herausreagiert. Da gibt es eben keine 10 Stunden, wie er noch rumdümpelt am Entry. Da geht sofort zack nach unten. Zur nächsten Liquidität, wieder nach oben, zack und wieder runter. Easy, ich muss noch zu meiner Freundin schreiben, dass sie noch kurz mit dem Essen warten soll. Wunderbar. Ja, coole Sache. Schon mal danke dafür. Also. Ja, wie gesagt, mir ist das ganz wichtig, weil jetzt ab und zu mal noch so ein paar Fragen kamen, dass wir alle auf einem Stand sind. Interessant finde ich, also ich trade ja jetzt schon zwei, oder was heißt schon, ich trade erst 2,5 Jahre und habe schon verschiedene Kurse durchgemacht und habe mir gedacht, also ich wollte schon immer am Aktienmarkt Geld verdienen und habe erst sehr spät vom Trading mitbekommen, weil ich auch sehr spät zum Beispiel TikTok und Social Media so ein bisschen mehr für mich genutzt habe, ne? Vor, ja, lebst du einfach in deiner Arbeitswelt, Bubble und so weiter und so fort. Also fand ich auch sehr informativ, als du in deinen Videos erzählt hast, dass es das Trading, das eigentliche, seit 1994 gibt. Wusste ich bisher tatsächlich auch noch nicht. Hab schon viele Kurse bei einigen Leuten hinter mich gebracht und ich bin, glaube ich, ein Overthinker. So Ja, nennt man das heutzutage. Ich sehe noch viel, viel mehr im Markt, während ich am Markt bin. Das ist der Wahnsinn. Mein Kopf spielt mir richtig viel Streiche. Also ich sehe jetzt auch, während du da gerade beschreibst, sehe ich noch ganz andere Sachen, auf die ich sonst immer geachtet habe oder die ich sowieso sehe. Und jede Kerze, die gesweept wird, ist für mich im niedrigeren Timeframe im Prinzip ein Sweep der letzten Kerze sozusagen, die aber eigentlich internal nur den weiteren Kurs bestätigt. Und ganz zu Anfang habe ich mal Support und Resistance gelernt. Das war im Prinzip mein Einstieg, mein Anfang. Und dann war ich mir von mir aus ziemlich sicher, dass ich begriffen habe, was mit Support und Resistance gemeint war. ja. Ja, ich habe jetzt erst letztens, bin ich erst wieder zu den Wurzeln meiner Anfangs-Lernkarriere zurück. Und habe festgestellt, dass ich die meisten Profite tatsächlich bei Support und Resistance ja, mitgenommen habe, beziehungsweise da meine Trades angefangen haben. Ne? Also jedes Mal, wenn ich sozusagen ein Low durchbrochen habe und die Korrekturbewegung nach oben dieses Low wieder respektiert hat und weiter nach unten gegangen ist sozusagen. Also der Anfang eines Trendwechsels oder überhaupt ein Trendwechsel oder wie man auch gerne sagen kann, Support und Resistance. Dazu kommen dann halt noch alle anderen Sachen hinzu. Und dieser Punkt, warum ich auf dich gekommen bin, war halt, ja, man guckt halt ganz automatisch nach Leuten, die ungefähr das Gleiche machen wie man selber, beziehungsweise ob man da einen Mehrwert draus ziehen kann für seine eigene Vorgehensweise. Und da hast du mir nochmal punkto der Inverse Fair Value Gap, das war für mich früher schon sehr interessant, nochmal einen früheren Einstieg gegeben. Weil ich bisher auch durch Smart Money Concept auch immer viel auf M&Ws beziehungsweise auf BSS beziehungsweise Market Structure Shift gewartet hatte. Und somit habe ich ja eigentlich einen früheren Einstieg, der noch vor dem Market Structure Shift einsetzt, der natürlich der erste Hinweis ist, dass ich auf die richtige Kursbewegung setze, runter oder hoch, wodurch ich bei dem ersten Market Structure Shift beziehungsweise Boss schon im Prinzip entweder auf Break-Even setzen kann oder meine ersten Profite nehmen kann, wenn ich den Trade in drei Teile splitte. Was natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben nicht erst warten muss, bis ich zu meinem eigentlichen Take-Profit gelaufen bin, dass ich entweder ausgestoppt werde oder tatsächlich eher noch mal komplett zurückgerissen in den Stop-Loss, ja, deutlich erhöht hat. Und das ist eigentlich auch das, woran ich die letzte Zeit gearbeitet habe. Und da ich so viele Gemeinsamkeiten die letzte Zeit da drin gesehen habe, was du machst und wo ich gerade angekommen bin, habe ich gesagt, da muss ich mit. Da Nice. muss ich rein. Das ist geil. Ich beantworte ganz kurz mal die Frage und dann gehe ich nochmal auf dich ein. Also Nico, ja, ich Okay. mache alles nur in M1. Ich suche mir manchmal auch zusätzliche Confirmation, wie zum Beispiel bei der Position im M15, aber prinzipiell einfach nur von 15, 30 bis 17 Uhr im M1. Welche Kriterien sind mir am wichtigsten für ein A-Plus-Setup und warum dein SL nicht über dem High? Erkläre ich nochmal kurz am Chart. Eine Sekunde, weil das kann ich ganz kurz und schnell beantworten. Wie gesagt, für mich sind die wichtigsten Voraussetzungen, das sind zwei. Ich brauche einen Liquidity Sweep. Ja, da gibt es Variante A in Form von externer Liquidität, sprich über einem Hoch oder unter einem Tief oder an einem PD-Array. Das ist quasi die erste Liquidity Sweep, beispielsweise Order Block, Mitigation Block, Fair Value Gap, Breaker Blöcke. Und Confirmation 2, einfach dann der Inverse der bullischen Fair Value Gap, die dann, also der Fair Value Gap, die maßgeblich für den Sweep verantwortlich war.
Und der Stop-Loss lag so bei mir. Ich mache den quasi einfach immer über dieses Protected High. Ja, weil das ist ja quasi, wir haben ja das Hoch, das wurde gesweept. Dementsprechend ist hier oben keine Liquidität mehr, also keine Buy-Side-Liquidity, die zu Sales führen könnte. Und dementsprechend darf der Markt ja theoretisch nicht hochkommen, wenn ich richtig liegen würde. Das ist der Hintergrund in der ganzen Sache. Genau. Ja, Sascha, zu dir auf jeden Fall. Verstehe ich vollkommen. Das ist halt auch, ich habe da mal, also ich habe immer so damals überlegt, was ist so der beste Punkt, um in den Markt reinzukommen. Und es ist halt wirklich, du hast immer den ersten Move. Du catchst den ersten Move irgendwie, weil du siehst intern, was passiert. Und alles, was übergeordnet passiert, baut sich ja untergeordnet im Lower Timeframe auf. Und somit kannst du zum Beispiel, wie gesagt, ich werde nie vergessen, gut, war jetzt nicht so krass. Das war die, ah, oder? Ich schreibe gerade eine falsche Anwendung. Das war der H4 Short von hier. Ja, wie gesagt, war eine Sache, die man übergeordnet gesehen hat. H4 Top Wick, 50% Wick Fill, wie gesagt. Zack, das war hier. Jetzt direkt Engulfing. Und als ich das gesehen habe, bin ich dann, wie gesagt, TP1 lag hier, bin ich dann erstmal mit meinem Swing-Account rein. Und ich habe aber auf diesem Weg hier unten so viele Setups noch gecatcht, weil ich immer wusste, ey, es geht short. Das heißt, Inverse Fair Value Gap, Liquidity Sweep, zack, short. Habe ich bis hier runtergehalten teilweise. Ja, natürlich nicht mal mit meinen Funded-Accounts, weil da ja auch, glaube ich, ich glaube, da war noch News an dem Tag, ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber habe dann einfach ganz entspannt locker drei Einstiege genommen, weil ich einfach wusste, okay, da geht's hin. Ja, und du hast halt so ein Glück, weil du halt mit dieser Strategie so easy reinkommst. Diese Wick-Strategie, hätte ich auch noch ein paar Fragen zu. Ja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, internal to external war für mich noch ganz interessant, Ja. weil in den Kursen oder in dem Kurs habe ich das nicht. Ach, übrigens, ja, herzlichen Dank für den Kurs. Hast du super gestaltet, also ist nicht so langweilig und anstrengend gewesen wie bei vielen anderen. Du hast das sehr, sehr persönlich gestaltet und auch eine persönliche Note mit reingesetzt mit den Theorie. Ja, gut, ist scheiße, aber muss man trotzdem durcharbeiten. Fand ich sehr Ja. cool. Ich habe tatsächlich deine ganzen Kurse, hatte ich dir ja dann auch geschrieben, in den, ich glaube, 3 Stunden am Stück eben abgearbeitet. Ja. Und war tatsächlich sehr schlüssig. Allerdings dieses Internal zu External, das predigst du tatsächlich sehr oft in deinen Lives und redest du zwischendurch mal so, aber da kann ich dann nicht so schnell Fragen stellen. Was damit gemeint ist, ist mir schon relativ klar, aber gibt es dazu überhaupt noch irgendein Video oder wann das präzise ist? Weil im Prinzip, solange der Kurs internal zu external eine Richtung eingeschlagen hat, aber spätestens wenn er wechselt, dann wirst du ja external oder internal haben oder wenn er in eine Konsolidierung übergeht, hast du ja auch meistens external Bewegung sozusagen. Also ich blicke da noch nicht ganz durch, was du damit meinst. Ich mache dann mal ein Video zu, weil das habe ich nämlich rausgelassen, weil ich das nicht zu kompliziert, weil für mich war es so, der Kurs sollte jedem erstmal so eine Perspektive auf das geben, was ich sehe. Und der ganze Feinschliff sollte quasi dann im Livestream kommen, weil ich eben nicht wollte, dass ich da jemanden so Begriffe am Kopf klatsche und sage, hier mach mal, sondern das sind auch die Erklärungen. Ich weiß ja nicht so ganz, was da eben für Fragen aufkommen. Das, wie gesagt, werde ich immer noch mal ganz, ganz doll im Livestream predigen. Aber gerade wie schon Kim auch reingeschrieben hat, die internen Liquidität sind, wie gesagt, Fair-Value-Gaps oder so. Also alles, was quasi innerhalb der Bewegung liegt. Und externe Liquiditätspunkte sind halt immer hoch oder tief. Und man geht quasi nach der Liquiditätsabfolge immer von externer, also von einem Hoch, dann in eine Fair-Value-Gap, dann wieder in ein kleines mittleres Hoch, dann in eine Fair-Value-Gap, dann vielleicht in einen Breaker-Block, dann in ein Tief wieder. Das ist quasi einfach auch wieder so zusätzlich für dich zur Confirmation dann da. Okay, aber ja, nee, also im Prinzip ist es ja auch Support und Resistance dann, ne? Ja. Also Ja. ja. Ja, PD Ray hat Lisa gerade angesetzt, hat sie mir schon mal die richtige Schreibweise aufgeschrieben, schon mal danke dafür. Ich habe jetzt einfach geschrieben PD-Rei, aber okay. Also PDA-Reihe quasi von Premium Discount Areas, kommt aus dem ICT-Bereich. Ah, okay, alles klar. Und ja, von den Begriffen her komme ich ganz gut klar. Ist nicht so wild. Protected High, ja, Protected High habe ich eben auch gesehen. Mache ich bei meinem eigenen Trading tatsächlich auch. Nicht, weil darüber nicht wirklich, ja, meistens ist darüber auch wirklich nichts zu holen, aber ich sag mal, wenn es eine große Kerze ist und der Stop-Loss sowieso schon, wenn die Rückbewegung diese große Kerze erstmal den Körper und auch noch den Docht überschreitet, sozusagen sitzt mein Stop-Loss auch darüber. Protected High oder Protected Low.
War für mich jetzt nicht so. Es sei denn, du sagst, ich habe das falsch verstanden. Nee, ist richtig so. Dann habe ich das so. Und dann noch eine kleine persönliche Sache. Also wie ich angesprochen hatte, ich nehme dein Trading so ein bisschen mit in mein Trading. Also verzeih mir bitte, wenn man nach einiger Zeit, ich investiere wirklich viel Zeit ins Trading. Ich habe da sehr viel Potenzial, sehr viel Lust drauf gehabt. Ich mag Zahlen, ich mag PC-Arbeit. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn das bei mir endgültig zum Erfolg führen würde in meinem Leben. Allerdings habe ich schon viele, 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 viele tausend Stunden. Also ich verbringe täglich wirklich oder ich habe teilweise auch mit Absicht schon Fehler gemacht. Weil alle mir davon abgeraten haben, nicht zu overtrading, also nicht zu übertraden, sprich eben nicht 18 oder 12 Stunden am Markt zu verbringen. Doch genau das habe ich getan, um mir selber beizubringen, was eventuell falsch sein könnte. Overtrading komme ich tatsächlich auch in kürzeren Zeiträumen noch nicht ganz von weg. Aber ich habe schon viele Stunden am Chart verbracht und habe jetzt natürlich ein Problem damit, alles über den Haufen zu werfen und zu sagen, ich mache nur noch das, was Dominik macht. Ja. Ich wollte dich fragen, die Frage, die da so resultiert, wenn deine Lernmethoden mein persönliches Trading ergänzen oder verbessern und ich nicht nur deins umsetze, ob das für dich auch okay ist, weil ich das Ja, schon. klar. Okay, Also ich weil ich will dich nicht kränken, ich will dich nicht kränken, wenn ich sage, oder ich will auch nicht lügen und sagen, ich mache jetzt nur noch deine Strategie und seitdem funktioniert das alles. Da ist schon ein bisschen Wissen von uns, also ich glaube, zumindest bei mir, ist schon eigenes tieferes Wissen oder anderes Richtungswissen schon mit drinne. Das führt trotzdem dazu, dass deine Art vorzugehen mein Trading deutlich verbessert hat, jetzt schon und auch garantiert deutlich verbessern wird. Also ich sehe da, ich freue mich da echt drüber. Ja, ich wollte einfach nur wissen, ob das für dich auch okay ist oder. natürlich, klar. Wie gesagt, ich will, dass hier jeder erfolgreich wird. Ob du das jetzt mit Support und Resistance machst und das als finale Confirmation nimmst, vollkommen egal. Hauptsache, du verdienst Geld. So, und das ist halt so das Wichtigste. Ja. Cool, das freut mich schon mal, weil andere Trader haben es auch ein bisschen persönlich genommen, weil man gesagt hat, ja, okay, darauf warte ich jetzt nicht unbedingt, ich gehe schon ein bisschen früher rein oder ich warte eigentlich auf eine zweite Bestätigung oder so. Und dann, ja, das ist aber nicht meine Strategie. Ja. Das ist mir klar, deshalb sage ich dir das. So, da hat man schon so eine Fußnote gemerkt, das finde ich nicht gut, weil es ist nicht meins. Es verbessert nicht meine Community, so ein bisschen von oben herab, weißt du, wo ich dachte so, okay, ja, das war schon ein bisschen, nee, cool zu hören, dass du das nicht so eng siehst und dass es dir dann auch um den Erfolg des Einzelnen geht, ist mir Ebenfalls. persönlich auch wichtig. Wie gesagt, wir sitzen alle in einem Boot und ich denke, dass ich da auch den Vorsprung, den ich schon habe, eben auch einfach aufteilen kann, sodass das eben auch ganz schnell, ich sag mal, revidiert werden kann. Aber wie gesagt, ich kann das nur sagen, ich würde nie wieder das alles alleine in die Hand nehmen und dann würde mich einfach lieber quasi eines Besseren belehren lassen von jemandem, der das kann. Weil den Weg, den du gehen musst, alleine, der ist schon heftig. Ja, und das würde ich keinem empfehlen. Aber ich sehe halt noch eine Frage tatsächlich. Würdest du jetzt noch was sagen, Sascha? Nein, alles gut. Okay. Was wäre deine Top-Tipps an jemanden, der erfolgreich werden, traden möchte? Wie gesagt, du musst halt jeden Tag eigentlich zu dir, also erstmal Verantwortung übernehmen. Das ist das A und O. Verantwortung für das, was du machst, für deine Position und dann eben nicht sagen, jetzt mal angenommen, du bist beispielsweise bei mir im Live-Trading, das ist was, oh Mensch, ich mache dir die Augen zu und der macht das schon. Ja. Du musst generell im Trading als Mensch dich einmal komplett umpolen, weil alles, was du eben als Mensch als rational siehst und als logisch siehst, ist im Trading aber falsch. Ja, beispielsweise, du siehst dann die Position laufen und siehst das Geld, denkst du, oh Mensch, da sind da 1000 Euro oder so, die nehme ich einfach mit. Ja, du musst aber einfach eine ganz andere Logik entwickeln, dass du das okay, 1000 Euro sind das und das und das von meinem Konto, der Prozentsatz, den ich eben riskieren wollte. Und ich bin aber noch lange nicht am Take Profit. Ja, das heißt, alles quasi an Emotionen, was Gier, Verlustängste so anbelangt, musst du eben einmal komplett ausstellen. Was du aber wirklich machen kannst, sind einfach erstmal nur Journaling und Backtesting. Ja? Die Voraussetzungen für die beiden Sachen sind aber ein funktionierendes System. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall irgendein Trading-System, was auch langfristig funktioniert. Ja, und das würde ich dir empfehlen, jeden Tag zu backtesten, von dem Tag, was passiert ist, und am Wochenende immer die ganze Woche backtesten. Ja. Gib dir Regeln, leg die selber fest, pass auf, ich möchte eben nur von, weiß nicht, 9 bis 10, 15:30 bis 17 oder 19 bis 20 traden. Und dann bist du aber auch sehr diszipliniert, dass du eben sagst, okay, ich trade eben auch nur dann. Ja, und nach drei, vier Verlusttrades geht es dann nicht noch irgendwie in eine vierte Session, 22 Uhr bis 23 Uhr, türkische Lira gegen was weiß ich. Ja, das eben nicht. Deswegen, das ist eben ganz wichtig, dass man auch an sich selber treu bleibt und da auch diesen Weg geht. Ja, und vor allem das Wichtigste ist Disziplin. Ja, und
Viele fragen mich immer, wie man Disziplin bekommt. Ich bin der Meinung, Disziplin kommt vom Außen. Ich bin jemand, der schon immer auch sehr viel Sport getrieben hat und auch Teamsport. Und ich weiß schon immer was, oder ich wusste schon immer, was Disziplin war. Und dementsprechend ja, gehe ich davon aus, dass wenn man die Disziplin quasi im realen Leben schon hat, die auch dann einfach ganz simpel ins Training implementieren kann. Ja, und das ist quasi so der erste Punkt. Also wie gesagt, du brauchst eine Strategie, die funktioniert. Und dann journal die, backteste die, was das Zeug hält. Das ist das A und O. Mit Verlust, also zukünftig regelmäßig gemeinsames Backtesten. Das, wenn wir dann einen Zeitpunkt für finden, könnte man ja vielleicht mal so sonntags anstreben. Wäre das auf jeden Fall keine schlechte Sache, ja. Frage ich mal, warum. Mit Verlustangst habe ich auch sehr zu kämpfen. Wenn ich sehe, dass der Trade 1,5% im Profit ist, nehme ich den mal vorher raus. Eine Stunde später, pass auf, mach mal Folgendes. Mach mal zu deinem Account, den du aktuell tradest, einen Demo-Account und lass da deine Trades einfach mal immer ein bisschen profitabel. Also lass die einfach mal so laufen, wie du es quasi am Anfang vorbestimmt hast. Vergleich das mal nach einer Woche, nach einem Monat und nach 3 Monaten. Und du wirst sehen, dass der Account, wo du dich wirklich dazu entschieden hast, deine Position auch einfach so lange laufen zu lassen, wie du es eben auch machen wolltest, dass du einen ganz, ganz großen Unterschied siehst zwischen dem Account, wo du dann immer ängstlich deine Profite rausnimmst. Und dann aber auch den Account siehst, der wirklich langfristig so läuft, wie er eben laufen soll. Da ist TP, da ist Stop-Loss, ja, entweder oder, ja. Und du wirst das Ganze halt auch visuell vor dir sehen, wirst merken, ey, krass, das ist mir flöten gegangen, ja. Und du musst dir aber die Frage stellen, wenn du dann einfach Angst hast, also die Angst, die wird sowieso vergehen, wenn du langfristig oder länger auch backtestest und journalst. Aber die Angst wird auch definitiv. Oder anders gesagt, du kannst dir das Ganze auch einfach wieder, immer wieder mit Logik erklären, indem du einfach dir die Frage stellst, beispielsweise du bist in der Long drinne, macht es jetzt gerade, und deine Angst kommt, stellst dir die Frage, macht es jetzt gerade Sinn, theoretisch die Position rauszunehmen? Ja, weil ich jetzt beispielsweise, also stell dir dann die Frage, würde ich jetzt hier eine Sell-Position, also eine Gegenposition eröffnen? Wenn ja, nimm die Position raus, und wenn nein, lass sie laufen. Ja, weil der Markt geht meistens eh immer höher, als man das denkt. Das ist quasi so da der Key, wie man das halt super simpel lösen kann. Genau. Okay. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwelche Fragen? Dieses Backtesten, was wer hat das angesprochen? Lisa? Ja, Lisa. Genau. In der letzten und vorletzten Community, also eigentlich war ich immer so ein bisschen auf der Suche. Ich hatte früher mal einen Trading Buddy, ne? Den kannte ich, aus einer Community, mit denen hatte ich viel Spaß, mit denen habe ich geschrieben, mit denen habe ich über WhatsApp und wir haben unsere Trades auch geteilt. Ich habe angefangen, er war schon 2,5 Jahre dabei. Ja. Durch einen schweren Unfall hat er dann angefangen. Am Schluss hat er seine eigene Gaswasserinstallationsfirma gekauft, in der er gearbeitet hat, inklusive aller 12 Angestellten. Ja. Danach war er Chef und er hatte nicht mehr so viel Zeit für mich und das war auch okay so und ich habe ihm alles Gute gewünscht. Ja, seitdem habe ich eigentlich versucht, auch wieder einen Trading Buddy zu finden. Vielleicht jemanden, von dem ich auch was lernen kann oder vielleicht jemand, der auch von mir was lernen will, wo man sich gegenseitig ergänzt. Ehrlich gesagt hat das in allen Communities nie geklappt. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe manchmal oft mir Zeit für den Chart genommen und habe mich auch am Tag hingesetzt und habe mich auch jeden Tag fast 8 Stunden im Live-Channel aufgehalten in einigen und habe öfters mal reingehauen, hey, Mensch, wer Lust hat, kann dazukommen. Vielleicht kann man gegenseitig von sich was lernen. Ich bin auf jeden Fall da. So habe ich dann auch noch ein paar Mal am Tag reingeschrieben. Das ging auch wieder über Wochen, fast schon über Monate. Obwohl über 300 Leute in der Community waren, kamen 2 Stück mal vorbei, haben Mehrwert mitgenommen. Die waren dann echt überrascht, haben mich dann auch angeschrieben, so, ah, ich habe das umgesetzt, was du gesagt hast. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe gleich Profite gemacht. Ich sage, jetzt krieg ich keinen Höhenflug. Das ist nur, das ist nur, das ist nur, das war nur ein ganz kleiner Teil. Und ja, die haben mich dann auch schon gefragt, soll ich jetzt die Strategie der anderen machen, bla bla bla. Ich sage, du, ich bin kein Educator und nichts. Ich sage, wollte nur, dass ihr seht, so dass man sich gegenseitig ein bisschen hilft. Ja. Ja, es ist bei 2 Leuten, ich glaube, einmal 2 und einmal 1 Stunde geblieben. Und die andere Zeit war ich völlig umsonst die ganze Zeit in diesem Live-Channel. Was ich damit sagen will, ist, ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, wenn du irgendwie einen Live-Channel zur Verfügung hast oder die Live-Channel sind ja frei begehbar, auch für alle. Wenn man da reingeht, sozusagen, also wenn ich jetzt am Chart bin und ich sowieso gerade nicht trade oder nichts zu tun habe oder auch gerne selber backteste, das tue ich auch gerne, das macht mir teilweise echt Spaß.
wenn ich da reingehe und eigentlich nur in den Chat schreibe, so bin jetzt im Live-Channel drin, wer Bock hat, kann dazukommen sozusagen, können wir zusammen ein bisschen backtesten, auch die Fertigkeiten von TradingView zu teilen, so, ey, cool, so geht das überhaupt, ne? Da hat mir auch fast 1,5 Jahre keiner weiterhelfen können, wie man ordentlich backtestet, also wie man den Kurs zurücksetzt und dann nochmal abspielen lässt, was diese Vorwärts, rückwärts klicken, 10-mal, einmal und so weiter und so fort. Warum kann ich bei einer Minute nur bis zur Krone zurück oder so, ne? Das wollte mir einfach keiner beantworten, beziehungsweise ja, können wir irgendwann mal machen. Habe ich jetzt keine Zeit für. Das kann ich alles weitergeben. Habe ich gar kein Problem mit. Ich bin kein Ultra-Crack, aber ich glaube, ich habe schon viele Stunden auch mit TradingView verbracht und bin da relativ fix, auch im Einzeichnen und alles, was das angeht. Würde ich, wenn du nichts dagegen hast, kann man das ja so Kurz mein machen. Bildschirm, dass ich das mal Also dann kann sehe. ich sagen, so, ich gehe jetzt in den Live-Channel. Ich gehe jetzt in den Live-Channel, wer Bock hat, Back zu testen oder irgendwas anderes, so TradingView zu lernen oder so, kann gern dazukommen, so ein bisschen Grundwissen aufzubauen oder so. Ne? Vielleicht auch die Fachbegriffe beim Sprechen immer wieder wiederholen, damit man die so ein bisschen verinnerlicht oder so, wenn du da nichts gegen hast. Ich habe da auch extra schon, das dachte ich mir auch schon, falls da jemand mal zusammen tradet, ihr könnt auch theoretisch zusammen London Session live traden. Ihr steht, also das ist jetzt quasi im Inner Circle, weil ich jetzt nicht immer möchte, dass hier irgendwie vielleicht Mitglieder reinkommen, die hier so ein bisschen trollen oder so. Das ist auch wirklich für den Inner Circle hier, ist das einfach quasi, diese drei Bücher könnt ihr einfach reingehen und hier euch quasi verbinden im Sprachchat. Ich lege mal auf. Und könnt da reingehen und könnt das hier einfach dann zusammen machen. Ihr könnt auch theoretisch einen Live-Call Tab hier einmal nutzen, sodass du dann quasi eine Ankündigung machst, wie du schon gesagt hast. Zack, ich gehe jetzt hier live. Wer Bock hat, Gut. dabei zu sein, gerne. Kein Ja. Problem. Okay, cool. Jetzt bin ich da auch drin. Warte, jetzt muss ich da auch wieder drauf. Verbindung drin. So. Ich muss kurz mal die Nachricht hier beantworten. Ich bin beim 50. Also ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich bin gerne mal am Chart und ich tausche mich gerne mit anderen Leuten aus. Ich lerne von jedem was. Selbst jemand, der neu angefangen hat oder so, der noch gar nichts weiß oder so, der sagt dann auch so, hä, wieso? Guck mal, wenn ich den und den Button geklickt habe, bin ich doch schon sofort drinne. So, Ja. oder ich habe mir zum Beispiel meine Favoriten oben in die Liste gelegt. Ich brauche nur noch meinen Firefox öffnen sozusagen und er öffnet mir alle drei Fenster, die ich sowieso jeden Tag öffne. Warum machst du das immer alles einzeln? So, verstehst du auch so, auch diese jungen Leute, die einfach so vom Instinkt her ganz andere Sachen drauf haben oder so. Das war schon recht cool. So, Ja, finde ich. hat gerade erst vor 2 Wochen angefangen und zeigt mir eigentlich, wie man den Internet Explorer besser nutzt, ne? Das ist heftig, ja. Aber ja, hast du vollkommen recht. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, könnten wir auch so machen. Genau. Jetzt kann man noch die Frage, bin mit meinem 50k Funded-Account 4,5k im Minus, also wahrscheinlich 9%. Was ich dir empfehlen würde, ich rette gerade tatsächlich auch einen Account von einem Kumpel von mir, also von David. Der ist auch bei minus 9,5% und ich mache es jetzt so, dass ich quasi zwei Chancen habe. Ich glaube, der hatte noch ungefähr 300 € offen. Das heißt, ich bin mit 150 € Risiko reingegangen. In deinem Fall würde ich auch sagen, mit 200, nee, Quatsch, nee, ich würde bei dir einfach reingehen, Risiko mit 200 €, dass du quasi zwei Trades haben kannst, die du verlierst, also das Konto weg. Den Rest würde ich als Puffer nehmen und die zwei Trades, die müssen aber auch sitzen jetzt. Ja, wenn der eine jetzt sitzt, muss der andere aber sitzen und dann würde ich mir das Konto so nach und nach aufbauen. Das habe ich jetzt auch bei David so gemacht. Ich bin jetzt, kannst du mal was aufschlagen hier. Der Account war bei 36.000 irgendwas. Den habe ich jetzt letzten Freitag auf 36.500 hochgetradet, sprich 1% gemacht. Genau. Und habe einfach nur dann den Restbetrag, der quasi nur offen war, weil die halt die 500 € durch 2 genommen. Und so compound ich das jetzt eben nach und nach wieder hoch. Und ganz wichtig, nach einem 1 zu 1er oder so, Profite mitnehmen. Die nicht ewig laufen lassen oder so, weil da muss halt wirklich alles sitzen. Nur A-Plus-Setups. Genau, das würde ich machen an deiner Stelle. Ja, gib dir quasi zwei Chancen, riskiere 200 €, die restlichen 100 € lässt du als Puffer einfach. Falls mal irgendwie was mit Commission oder Spreads ist, das ist wichtig. Genau. Okay, gut. Wer ist denn TMS? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich mache das auch bei Discord nicht. Also ist so eine, auch wieder so eine persönliche Note von mir. Ich nenne mich überall da nur so, wie ich auch wirklich heiße, damit die Leute mich auch zum Beispiel in einem Live-Chat auch wieder lesen können, ne? Sehen können, wer ich bin. Und wenn ich jetzt überall Miyamoto Musashi 1987 heiße, dann weiß auch wieder keiner, wer ich bin. Ich weiß gar nicht, ob. Vielleicht wollte ich es noch gleich reinschreiben. Weiß ich gar nicht. Okay. Genau. Ich suche ihn. Vielleicht finde ich ihn. Ich gucke auch mal ganz kurz.
TMS lösen, ist Was gut. könnte Thomas sein? TMS? Thomas, Mega, Superman? Ah doch, TMS 19, klar. Der hatte, glaube ich, was geschrieben heute, ganz kurz. Ist aber frisch dabei. Ach so, okay. Okay. Ja, auf jeden Fall hast du vollkommen recht. Ja, wie gesagt, wenn es derzeit jetzt keine Fragen mehr gibt, würde ich es für heute aber erstmal beenden. Dann gehe ich erstmal zu meiner Freundin essen. Ich habe richtig Hunger. War mir auf jeden Fall eine Freude mit allen heute so ein bisschen, dass wir uns hier austauschen. Hoffe auch, dass ich hier die eine oder andere Frage beantworten konnte. Ich werde den Live-Call wieder, der ist aufgezeichnet, den der lade ich bei YouTube hoch für alle Leute, die sich das jetzt nicht angucken konnten. Ich werde das auf jeden Fall öfter machen, auch sehr gerne. Vielleicht nicht jedes Wochenende, aber falls es eben Fragen gibt. Ja, sehr gerne. Danke, danke, danke. Bin ich einfach offen. Wie gesagt, ihr könnt mich auch gerne immer persönlich anschreiben. Wenn es Fragen gibt, natürlich in ihrem Discord seid, dann bitte auch immer in der Fragensektion im Discord selber, dass auch alle davon profitieren. Ansonsten, wie gesagt, es geht immer noch. Wer sich bis heute Samstag, genau bis morgen, ganz normal den Zugang bei mir sichert zum Premium-Discord und zum Livestream, bekommt von mir den gesamten Kurs, die 11 Videos und die Lernskripte einfach for free dazu. Liegt nicht daran, dass ich einfach Scheiße verkaufe, sondern einfach, weil ich ihm sage, pass auf, der Kurs ist vielleicht wichtig, weil ich will euch da einmal die Perspektive geben, die ihr braucht im Live-Trading, um zu verstehen, was ich mache. Und warum soll ich da eben sagen, hier der Kurs für 3.000 € noch oder so. Deswegen, wer das macht, ja, der kann sich daran gern bereichern. Matti, ich kann mich gleich auf den Discord umwenden, das macht mich ziemlich, ja. Genau, ja, Matti, genau. Wir hatten heute gestern geschrieben, genau. Ich erinnere mich. Wunderbar. Dann, wie gesagt, ich freue mich auf euch. Wir sehen uns alle am Montag im Live-Training. Montag ist kostenloses Live-Training. Schaut gerne rein. Und dann hören wir uns spätestens im Chat oder dann, ja, vielleicht in ein, zwei Wochen wieder zum nächsten Q&A-Call, wenn einfach Fragen sind. Genau, ich beende die Aufzeichnung hier. Aufzeichnung.